Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Podcast. Heute ist Marco Deutschmann Gast. Und Marco war Drogenkurier, war dann 7 Jahre im Knast, weil er erwischt worden ist. Und er wird uns heute erzählen, wie diese Kurierflüge abgelaufen sind, wie er kontaktiert worden ist, wie das Ganze passiert ist. Und wird auch erzählen von seiner Zeit im Gefängnis. Ich möchte grundsätzlich eine Sache zum Podcast sagen. Ich bin kein Faktenchecker. Ich möchte euch, dem Zuschauer, die Gelegenheit geben, sich eine eigene Meinung zu bilden und ganz genau zuzuhören, weil das ist sehr viel spannender, als wenn ich das für euch vorkaue, weil auch ich kann mich irren und ich denke, dass hier die Macht der Community, die Macht des Internets sehr viel spannender ist, wenn das euch überlassen ist. Viel Spaß mit dem Podcast. Freunde, willkommen bei einer neuen Folge. Heute ist Marco Deutschmann dabei. Sag mir mal bitte ganz kurz, wie zum Teufel kommt man in so jungen Jahren auf die Idee, Drogenkurier zu sein? Oh, das war gar keine Idee wie Idee, das ist einfach so passiert. Also ich war mitten im Geschehen hier in Stuttgart, damals 2006, WM-Fieber. In welcher Bar war das? Das war auf dem Schillerplatz. Ja? VfB-Restaurant. Okay, krass. Da habe ich gekellnert. Und dort habe ich viele Menschen kennengelernt und da hat mich halt eben dann auch einer angesprochen zum Thema Reiseleiter. Aber wie kam das? Ich hab das gesehen in einem Interview und ich wollte, also wie kann ich mir das vorstellen? Also du läufst dann rum, kellnerst und dann sitzt einer am Tisch. Ja. Und der sagt, ey, Moment mal. Fast. So, hey, hier ist der Vertrag. Nein, so ist es nicht. Sondern der hat es natürlich schon clever gemacht. Das war halt jemand, der kam, meistens zur Mittagszeit, unter der Woche, da ist es eher ruhiger. Mhm. Dann kam er halt, hat sich hingesetzt und war einfach ein netter Typ. Man kommt dann automatisch ins Gespräch, spätestens wenn jemand 2-3 Mal schon da war. Okay, der war mehrmals da. Der war mehrmals da. Und dadurch, dass er mehrmals da war, kam ich immer mehr ins Gespräch. Wir haben über alles Smalltalk geredet und so hat er halt schon eine Beziehung aufgebaut. Mhm. Und das war quasi schon der Beginn vom Ende. Ganz einfach. Und der hat dich gefragt, ob du Reiseleiter werden willst. Genau, das war der Aufhänger. Er hat gesagt, er sei selbst Reiseleiter. Mhm. Er fliegt immer nach Brasilien und zeigt den Menschen vor Ort das Land. Mhm. Und ob ich mir sowas auch vorstellen kann. Und hat natürlich noch ein bisschen Honig im Mund geschmiert. Nach dem Motto, Marco, ich sehe, du kannst hier gut Englisch mit den Leuten reden. Mit Internationalen kommst du gut zurecht. Du bist ein lustiger, quirliger Typ. Du könntest mich richtig gut dich vorstellen dort, den Leuten. Der Malle-Animateur. Genau, ja, fast so in die Richtung. Und das hat mir sehr gefallen. Er meinte so, ja, dann bist du frei, kannst die Welt anschauen. Und das war der Punkt. Würdest du retrospektiv sagen, dass er da gezielt gesucht hat nach jemandem wie dir? Ich weiß nicht, ob er losgegangen ist und jemanden so gesucht hat. Aha. Auf jeden Fall hat er die Chance gewittert. Ah, okay. Also er hat mich quasi wahrgenommen und hat gleich geschnallt, das kann so jemand sein. Genau so jemand ist. Warum hat er dich ausgesucht? Weil ich durch alle Raster falle. Ja? Also man sagt immer so, ich sehe aus wie so der Schwiegersohn, also nicht wie der Drogenkurier. Ich bin sehr echt auch ein bisschen so wie so ein Togo, wie so ein Paralleluniversum, so ein Togo-Moderator, der auf einmal Drogenkurier geworden ist. Danke fürs Kompliment. Nein, du siehst super, also du siehst halt super unschuldig aus. Also wenn ich mir Drogenkurier vorstelle, denke ich mir so einen abgefuckten, also, ja. Genau, und ich glaube, das war tatsächlich der Punkt, warum ich so toll ins Raster gepasst habe. Auch und dann meinst du, okay, der ist einfach perfekt, genau. Krass. Ja. Und da ich will es auch nicht anders machen. Du bist halt unauffällig, verdammte Scheiße. Gut. Nee, also es ist krass. Es ist wirklich krass. Und dann saßst du da und hat er gesagt, willst du Reiseleiter werden? Wie ging es dann weiter? Dann hast du irgendwann gesagt, scheiß drauf, komm, ich bin Reiseleiter, ich will jetzt die Welt sehen. Ich will nach Brasilien, ich will... Ja, das war dann tatsächlich so. Er meinte dann so, okay, dann lass uns doch mal treffen. Mhm. Dann haben wir uns getroffen, dann haben wir uns in Bad Cannstatt in einem Café getroffen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Es war damals ein Internetcafé. Das gibt es heute ja wahrscheinlich nicht mehr. Gab es da tatsächlich noch. Und dann waren wir da und dann saßen wir an so einem Tisch. Und ich erinnere mich gut, dass er dann irgendwann meinte, so, ja, Marco, ist nicht so ganz Reiseleiter. Ich so, aha, okay. Ja, und er so, das ist mehr so, du nimmst einen Koffer mit, trägst ihn von A nach B. Und tauschst den Koffer, machst dir 10, 14 Tage schönen Urlaub und kriegst am Ende ein Batzen Geld. Und bevor ich jetzt überlegen konnte, kam schon die Beschwichtigung. Was war die Beschwichtigung? Mach dir keine Sorgen, Polizei ist bezahlt, Richter ist bezahlt, Staatsanwalt ist bezahlt, Anwalt ist bezahlt, wir kommen und holen dich raus. Und ich mache das schon seit 16 Jahren, beim ersten Mal fliege ich sogar mit. Und das hat mir dann ist so er mitgeflogen beim ersten Mal? Der ist tatsächlich mitgeflogen, das stimmt. Aber ohne in den Koffer? Nee, schon mit Koffer, halt hin, leer. Aha. Zurück nicht. Zurück bin ich dann alleine geflogen. Also hin ist er geflogen. Achso, du hast den Koffer dann nur zurückgebracht. Genau, richtig. Also den Koffer muss man mal hier kaufen im Bräuninger Land. Aha. Also hier im Bräuninger haben wir den Koffer am Rathausplatz. Den gab es halt nur hier in Deutschland, nicht in Brasilien. Deswegen haben wir die quasi importiert. Und der ist wirklich beim ersten Mal mitgeflogen.
Nur nicht zurück, da bin ich dann alleine geflogen. Ja. Verrückt. Aber wie alt warst du da? 23. 23. Und wie alt war der Reiseleiter? Reiseleiter. Gute Frage. Ich muss ihn schätzen. Ich tippe mal damals, wie alt wird er gewesen sein? Ich war 30. Mindestens Ende 30, würde ich sagen. Wenn nicht sogar schon Anfang 40. Aber wie, was ich jetzt interessant finde, ist, wie hat diese Beschwichtigung stattgefunden? Weil ich stelle mir jetzt, also von außen ist immer ganz einfach, ne, so zu urteilen und irgendwie eine bessere Meinung zu haben und so, aber ich versuche mich da mal hineinzuversetzen. Also erstmal klar, so man, dann ist da irgendjemand Nettes, zu dem man so einen Bond hat und dann ist der wahrscheinlich das erste Mal da und macht so ein paar Andeutungen. Ist jetzt nicht ganz Reiseleiter, da ist so ein Koffer. Der wird jetzt nicht gesagt haben, also in dem Koffer ist jetzt die Droge, so und so viel ist drin, sondern wird sagen, genau, eben ist nur nicht. Ein Koffer, wird wahrscheinlich nur angedeutet haben. Richtig, er hat so gesagt, na, nicht ganz so, sondern noch viel subtiler. Ja, ja. Er meint dann so, es ist klar, dass im Koffer kein kalter Kaffee ist. Mhm. Fertig. Das war's. Und das war der Fehler. Als er das gesagt hat. Du hast nicht nachgefragt. Genau. Ich habe nicht nachgefragt. Du hast gesagt, der ist schon. Es wird nicht so schlimm sein, weil der wird kein Arschloch sein. Genau. Der denkt schon an mich. Ja. Der wird vertrauenswürdig. Richtig, und ich habe die Konsequenzen null auf dem Schirm gehabt. Also 0,0. Und der kennt dich auch schon gut genug so richtig, mittlerweile. Der war ja bestimmt schon 20, 30 Mal da, weil das WM-Weindorf ging ja über 30 Tage. Der kam ja da fast jeden Tag dann, also man kannte sich ja schon. Wie hat er dein Vertrauen gewonnen? Wie hat er es geschafft, dass er so vertrauenswürdig gewirkt hat? Mhm. Ja, weil, also ich, kurze kleine Parallele von mir. Ich habe selber zweimal, meine Mutter ist alleinerziehend, mein Vater ist kein Kontakt zu dem, komme auch nicht wirklich klar mit dem, hat sehr viel Scheiße gebaut in seinem Leben. Und deswegen war es zum Beispiel für mich immer sehr einfach, wenn auf einmal ein Mann da war, der älter ist, der so ein bisschen Selbstbewusstsein ausstrahlt, der nett ist, der so ein bisschen diese Vaterfigur da ist, die einem Wärme gibt, wie auch immer. Das war bei mir persönlich das. Und dann hatte ich zweimal solche Sachen, wo ich auf eine andere Art und Weise verarscht worden bin. Ja? Mhm. Auch sehr verheerend. Nicht so, aber ähnlich. Und auch schlimm. Ich will es jetzt nicht vergleichen mit deiner Situation, aber was ich, weil vielleicht auch hier viele Leute da sitzen, die auf eine ähnliche Art und Weise manipulierbar sind, finde ich spannend. Was genau hat diese Person in dir irgendwie gesehen oder entdeckt und gefunden, dass sie dich manipuliert hat, mehr oder weniger? Oh, das war ganz einfach. Ja? Ja, wirklich, das war sehr einfach. Denn wofür man mich immer gewinnen kann, ich liebe dieses Chatsetter-Leben. Also da arbeite ich ja auch hin. Mhm. Das ist ja genau das, was ich auch normalerweise, wenn wir nicht diese Maßnahmen haben, auch lebe. Mhm. Ich bin ja mehr in Hotels als zu Hause. Mhm. Und genau das hat er angetriggert. Nach dem Motto, das hat er rausgekriegt, hat gemerkt, so, ja, Marco, weißt du, dann bist du in Brasilien und dann kannst du ja die Städte wechseln und dann sieht das. Sieht er deine Augen, wie die leuchten. Genau, hat er gesehen, wie ich dann leuchte, weil mein Traum ist, raus aus Deutschland zu gehen und die Welt zu sehen. Und das hat er gemerkt und hat es getriggert und hat gesagt, ja, alles klar, da packe ich dich, Junge, und zieh ich mit. Weil das war mir, sag ich dir ehrlich, nicht ganz klar, weil als ich ein Interview gesehen habe bei Hyperbowl, war ich erstmal diese Naivität kaufe ich dir nicht ab. Ja? Doch. Aber ich kann die teilweise nachvollziehen. Ich kann die teilweise nachvollziehen. Jetzt bist du mit diesem Koffer da beim Bräuninger Land. Du kaufst den, du weißt, irgendwas ist nicht koscher. Wie war dein Puls, als du, beziehungsweise du bist mit dem Koffer in Brasilien? Ich glaube, mein Puls war ganz normal bei 59, wie meistens. Die ganze Zeit? Wahrscheinlich nicht 100% die ganze Zeit. Überwiegend total relaxed, weil in meiner Welt habe ich tatsächlich nichts Böses gemacht. Ich habe das zu 100% ausgeblendet. Zu 100%. Im Gegenteil, ich habe es ja ein paar Mal gemacht und habe mich dann schon ein bisschen so wie James Bond gefühlt. Ja? Welche Rolle hat der Jet-Set-Lifestyle gespielt und welche Rolle hat dieser Kerl gespielt? War das auch eine Rolle, also so ein bisschen, dass du das Gefühl hast, du hast irgendjemanden, den du sympathisch findest, tust du auch einen Gefallen? Oder war es einfach, ey, der hätte jetzt auch x-beliebiger sein können? Und ja, also x-beliebiger will ich nicht sagen, weil definitiv war natürlich der Sympathiebonus der Zugang zu mir. Also der war einfach, der war cool. Der war von seiner Art her cool. Der hatte coole Geschichten auf Lager. Der war nett zu mir. Der war wie so ein großer Bruder fast schon. Der war so eine Mischung aus großer Bruder, Vaterfigur, so in der Art. Okay. Und da hat er natürlich einen sehr sympathischen Zugang zu mir gefunden, was die Grundlage war, dass ich ihm überhaupt zugehört habe. Dass du ihm auch vertraust wahrscheinlich. Genau. Hast du kein Mal davor dann gedacht, irgendwas ist fishy? Nee, beim ersten Mal überhaupt nicht, nein. Was war dann beim ersten Mal mit dem Koffer? Du hast ihm den dann gegeben? Du meinst bei der Abgabe? Mhm. Also als du kurz bevor du zurück bist nach Deutschland, das erste Mal was geschmuggelt hast. Beziehungsweise Kurier warst. Du wusstest ja eigentlich gar nicht. Genau. Ich bin immer zwischen
Barcelona und Madrid. Ich glaube, das erste Mal war Barcelona. Und da bin ich dann angekommen, war im Hotel. Novotel war das. Und klopf, klopf, Türe auf. Dann stand er da mit noch zwei irgendwelchen, ich würde sagen, Indigos. So sahen die ziemlich aus. Die haben über beide Ohren gestrahlt. Heute weiß ich, warum. Kam mir ein bisschen koscher vor, egal. Weil die wussten, die haben jemanden gefunden. Ja, richtig, genau. Ne? Ich weiß ja heute, was das für einen Wert hat und alles. Dann ist was hat das für einen Wert? Naja, damals war ja ein Gramm, hatte 100 Euro an Wert. Mhm. Und das Kilo war ungefähr zwischen 25 und 1000. Bei dem Reinheitsgrad kann man davon ausgehen, dass man es locker fünfmal strecken kann. Mhm. Und da waren wahrscheinlich 4 Kilo drin. Mhm. Kann man sich das ausrechnen, wie viel Geld das ist? Schnell 2 Millionen. Aber gestreckter Straßenwert am Genau, Ende. Gestreckter Straßenwert. Was denkst du, was haben die damit verdient? Bevor es... Das ist natürlich die Frage, ob die es direkt auf die Straße geschickt haben oder ob sie es weiterverkauft haben. Das weiß ich nicht. Mhm. Ich glaube, das werden die situativ entschieden haben, weil es ja auch eine Risikoabwägung ist. Also mal irgendwo würdest du sagen, zwischen 100.000 Minimum bis 2 Millionen Straßenwert. Ja, 100.000 ist noch zu wenig. Weil wenn wir von 4 Kilo ausgehen... Ja. Und wir sagen, die verkaufen es für, ja gut, 25.000 wären dann 100.000. Ja. Also wenn das jetzt mal, wenn die so einen guten Paketpreis, wenn die einen Großabnehmer also haben also in Deutschland. 100.000 ist wirklich das Mindeste. Ja, nee, das ist klar. Wirklich das Mindeste. Das ist okay. Also die haben auf jeden Fall mal eine dicke, fette Menge Geld gemacht. Und du hast beim ersten Mal, was hast du bekommen? Ich habe bekommen, die Regel war immer 10.000 minus Spesen. Und da der vorgestreckt hat, habe ich, glaube ich, noch irgendwas mit 6.000 bekommen. Dafür, dass du, wie viel Kilo, 4 Kilo das erste Mal? Wenn das, ich weiß nicht, wie viele Kilo es sind. Ich weiß ja nur, als ich erwischt wurde, wie viel es war. Okay. Und daraus können wir Rückschlüsse ziehen, dass die anderen wahrscheinlich auch in dem Dreh waren. Hat sie aber nicht die Neugier gepackt, um zu sagen, okay, verdammte Doch. Scheiße, was ist in diesem später. Koffer drin? Ja, später hat sie. Beim ersten Mal nicht? Nö. Ist beim ersten Mal einfach gesagt, mit 23 hast du gesagt, scheiß drauf, Digga, 10.000 Euro, beste Leben. Ja, ernsthaft, ja. Ja, ein geiles Hotel und jetzt einfach zurück, scheiß drauf. Ja, das ist wie mit 200 über der Autobahn fahren, wenn 120 dran steht. Das ist genau dasselbe. Wer hat es nicht gemacht? Das ist genau dasselbe Prinzip. Tatsächlich. Oh, Digga. Ja. Keinen einzigen Moment so kurz dich gefragt, was ist da drin in diesem scheiß Koffer? Ich war so sehr in diesem Film drin. Ich habe den Koffer, ich habe die Welt gesehen, ich habe die ganzen Eindrücke gehabt. Überleg mal, ich war das erste Mal im Leben überhaupt allein im Ausland. Dann in Brasilien. Ich spreche kein Wort Portugiesisch. Null. Dann auch mitten im Dschungel. Ich meine, Manaus ist eine Stadt mitten im Dschungel. Da fliegt man 4 Stunden über den Dschungel und dann kommt eine 2,5-Millionen-Stadt. Da war ich. Und ich habe dort Sachen erlebt. Ich habe Piranhas gefischt. Ich habe komische Sachen gemacht. Und ich war so voller Erinnerungen. Wie war das? Also, und das war das erste Mal. Du kommst zurück. Ja. Jetzt hast du auf einmal dieses Geld. Was sagst du deinen Freunden? Weil gar nichts. Nix. Nix. Aber wie, du weißt, du darfst nicht darüber reden, irgendwie ist es scheiße, aber auf der anderen Seite machst du auch nicht den Koffer auf. Genau. Was ist das für ein Gefühl? Weil also du wirst ja schon Bauchgefühl gehabt haben, dass irgendwas ist weird, aber mal lieber nicht drüber nachdenken. Richtig. Das würde ich definitiv nach der ersten Reise so sagen, ja. Ja? Ja. That war ein Paradox. Natürlich, war in mir irgendwie komisch. Nee, ich hatte ähnliche Situationen in meinem Leben. Ich kann dieses widersprüchliche Gefühl sehr gut nachvollziehen, dass man weiß, da ist irgendwas komisch, aber man hat Angst hinzugucken, beziehungsweise ist irgendwie zu schön. Ja, genau, ich habe es verdrängt. Ich habe es verdrängt, ganz klar, ganz klar. Und sehr erfolgreich. Und dann kommst du nach Deutschland? Ja. Hast auf einmal 6.000 Euro, die übrig geblieben sind? Ja. Eine Menge schöne Erinnerungen, von denen erzählst du den Leuten? Das will man doch teilen. Auf jeden Fall wollte ich das teilen, das glaube ich schon. Jetzt überlege ich, ob ich es... Hast du nicht? Also nicht einen besten Freund oder so? Das ist eine gute Frage. Habe ich? Kann ich dir nicht mit Ja und Nein beantworten? Ich weiß es gar nicht. Gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich meine Reisen erzählt habe. Krass. Das hätte mir so ideell wehgetan. Weil ich bin so ein Typ, ich habe deine drei besten Freunde, die du anrufst direkt danach. So. Ja. Tatsächlich, keine Ahnung. Also ich überlege gerade, ob ich es erzählt habe, weil mit Sicherheit wollte ich das auch erzählen. Also das wäre ja total untypisch. Man hat was Tolles erlebt und will es niemandem erzählen. Das wäre jetzt komisch. Nee, safe. Ich meine so dieses Gefühl, so dieses Abwägen, kann ich dem jetzt erzählen oder nicht? Oder, das heißt, du hattest auch niemanden eingeweiht am Anfang? Nicht ganz. Nicht ganz? Nicht ganz, nein. Also ich habe einer Person davon erzählt. Ja? Der Zeitpunkt davon bin ich mir nicht ganz sicher, ob das schon vor der ersten Reise war oder direkt nach der ersten Reise. Also spätestens direkt nach der ersten Reise, frühestens kurz vor der ersten Reise. Aber nur von der Reise?
Oder von dem Tun. Von dem, schon Insights. Ah, okay. Ja, genau. Okay. Einer Person habe ich die Insights erzählt. Was hat die Person gesagt? Die, komm her. Was? So gemacht. Geile Nummer, das ist super, mach das, wirst eine große Nummer drin. Oh. Kein Scheiß, also hat mich drin bekräftigt und unterstützt. Hat mir Mut gemacht, dass das ein guter Weg ist. Oh, ich verstehe, und wahrscheinlich auch ein kleines Interesse daran gehabt, dass das gut läuft. Genau. Und diese Person war mein Vater. Was hast du da gedacht dann, als du... Ich habe mich toll gefühlt. Ja? Ja, natürlich. Ich meine, das war Anerkennung von meinem Vater, der, ich meine, also ich habe meinen Vater geliebt, war für mich die Nummer eins in meinem Leben. Und der gibt mir den Schulterklopf und sagt, hey, Sohn, super geil. Ich wollte immer so quasi schon so Richtung meinen Vater sein, war ein, vielleicht eine Vorbildfigur. Und das war natürlich klasse für mich. Krass. Krass, verstehe. Ja, so eine Anerkennung, das gibt einem dann natürlich auch nochmal Sicherheit und gibt nochmal Raum zum Verdrängen. Richtig. Krass. Richtig. Verstehe. Krass. Und dann erzähl mir von dem nächsten Mal. Du kommst dann zurück. Ja. Ist es dieselbe Kontaktperson? Wie ist das zweite Mal passiert? Genau gleich. Der ruft dich an oder ist der wieder beim Restaurant? Nee, wir haben nie über Telefon kommuniziert, sondern immer über E-Mail. Damals gab es noch die Hotmail-Fächer und so. Ja? Von Microsoft, genau, wir haben immer über E-Mail kommuniziert. Na ja, von E-Mail geschrieben. Genau, und das war immer witzig, weil da musste man ja auch dann immer in Internetcafés gehen. Da gab es ja kein Internet am Handy und so, ne? Also ey, so was ein fishy shit. Ja, voll, war richtig James Bond-like. Da musste ich mir dann über das Internetcafé suchen und solche Faxen. Und was war da für ein zeitlicher Abstand? Also jetzt... Wie viel später hast du das dann wieder gemacht? Also, pass auf, ich habe es direkt nach der Fußball-Weltmeisterschaft begonnen. Mhm. Ich glaube, Juli war die 2006, Digga, als du noch so 80 Gigabyte iPod, wo du so gedreht hast und Filme geguckt hast, so in einem Monitor, weil die von Kinox... Oh, ich habe mich von Kinox runtergeladen. Tatsächlich, also im Juli, ich glaube, im Juli war die erste und im Dezember war schon die letzte desselben Jahres. Also könnte man sagen, alle 4 Wochen. Ich müsste in den Unterlagen gucken, vielleicht könnte ich es reproduzieren. Also meine Autobiografie werde ich es dann reproduziert haben. Weil ich danach ich will dich jetzt gar nicht so verhörenmäßig, sondern mich interessiert. Nee, das ist ja gut. Also du merkst gerade, ich bin mir auch nicht 100% sicher, wann das war. Ich weiß nur den Zeitraum. Juli bis Dezember waren 4 Reisen. Und ich bin immer dort zwischen 10 und 14 Tage dort geblieben. Mhm. Dann kam ich zurück und ich glaube, dann war der Deal, ich sollte 3-4 Wochen mit am Land sein. Dann kann ich die nächste Reise machen. Und so wird es auch ungefähr gewesen sein. Und dann habe ich die zweite Reise gemacht. Also direkt unmittelbar fast. Ein bisschen gewartet und dann... Genau, ja. Also okay, krass. Mhm. Sorry, das ist gerade so, ich weiß, wie das sich anhört, wenn ich immer krass sage. Ich denke so darüber nach, weil ich finde es super faszinierend, weil ich so gleichzeitig denke, seit 2006, da war ich ein Kind, WM, parallel dazu bist du in irgendwelchen Internetcafés, dribbelst da an deinem Monitor rum und im Endeffekt bist du Drogenkurier, irgendwie weißt du es so halb, dann weißt du es aber auch wieder nicht. Dein Vater bekräftigt dich darin, dann ist nochmal dieser zweite Mensch, der vertrauenswürdig irgendwie zu sein scheint, dann dieser Traum, reisen gehen zu können. Was hast du denn nebenher gemacht? Du, ich war ja Kellner. Hast du studieren wollen, hast du eine Ausbildung machen wollen? Ich hatte einen ganz schlechten Hauptschulabschluss mit 3,0, habe dann eine Berufsausbildung angefangen, damals noch zum IT-System-Hardware-Techniker. Mhm. Der Ausbildungsruf konnte ich dann, meinen Ausbildungsvertrag habe ich damit unterschrieben. Und ich glaube, dann nach 2 Monaten kam die Ausbildungsleiterin zu mir und meinte so, hey, Markus, sorry, dürfen wir gar nicht ausbilden. Wir machen jetzt Kaufmann für Bürokommunikation mit Schwerpunkt Technik. Und es war ein Computerunternehmen, CAD-Unternehmen. Und ich so, okay, alles klar. Und im Prinzip war die Ausbildung auch so, denn innerhalb des Unternehmens... Also CAD-Systeme verkauft. Genau, innerhalb des Unternehmens war ich tatsächlich immer in der Hardware-Abteilung, also habe Computer zusammengeschraubt. Damals musste man ja noch ganz spezielle Komponenten wählen, das ist nicht einfach Plug and Play, sondern musste wirklich wissen, was man macht. Es war viel komplizierter damals. Genau, richtig. Und das habe ich dann wirklich gemacht. Und richtig, ich habe Hotlines gemacht, wenn Leute Probleme hatten mit Hardware, Software, habe denen geholfen. Und gleichzeitig, auf der anderen Seite, habe ich dann immer Vertrieb gemacht. Das waren meine 2 Sachen, die ich im Unternehmen hatte. Und in der Schule, Louis-Leitschule in Feuerbach, habe ich dann immer die kaufmännische Seite gelernt. Das heißt, ich habe nicht den Ausbildungsruf gelernt, den ich machen wollte. Den gibt es auch heute gar nicht mehr. Der ist irgendwann auch vom Markt genommen worden. Und dann hatte ich die Ausbildung und hat die mit ganz schlecht abgeschlossen, mit 3,7. Mhm. Und das war mein Bildungsstand. Das heißt, Studieren etc., das war so fern wie die Milchstraße.
weg ist. Ja, nee, also du wirkst ja wie ein helles Kerlchen. Also das ist jetzt nicht so, dass man dir das nicht zugetraut hätte, aber... Die Gegebenheiten hatte ich damals nicht. Und somit habe ich dann halt in ganz vielen Jobs gearbeitet. Also ich sage immer, ja, witzigerweise, ich sage immer, ich habe alles gemacht, außer Straße putzen und Toilett putzen. Das habe ich noch nicht beruflich, hauptberuflich gemacht. Vielleicht noch eines Tages. Sonst habe ich wirklich alles gemacht. Von Mediamarkt über Multilevel-Marketing. Ich war sogar bei Vorwerk. Sogar bei Vorwerk war ich und habe Klinken geputzt, alles. Ja, wirklich die komplette Bandbreite. Bei der Tankstelle, als Tankstellenwart, ich habe alles gemacht. Aber finde ich interessant, weil gerade, ich glaube, viele Leute haben auch ein Problem damit, das so ganz zu verstehen, weil man immer denkt, scheiß drauf. warum macht das jetzt jemand und sind dann sehr schnell mit dem Urteilen und so, warum verhält er sich kriminell? Und auf der anderen Seite denke ich jetzt, ist das für mich auch sehr viel nachvollziehbarer, weil wo willst du denn soziale Mobilität haben? Wo willst du dich entfalten können, wenn du sagst, gut, ich habe jetzt hier eine Ausbildung angestrebt, mir hat das Spaß gemacht auch irgendwo, dann sagen die mir, wie ich mich umschulen muss, dann mache ich vielleicht auch irgendwas, was mir nicht so viel Spaß macht und jetzt kommt auf einmal dieser Mensch, der sagt, ey, du kannst reisen, du kannst das machen, was dir Spaß macht und du kannst dabei Geld verdienen. Genau. Also ich habe mich in der Gastronomie dann wiedergefunden. Ich habe den Film angeguckt, Studio 54. Zu allen, die ihn nicht kennen, kann ich sehr empfehlen. Das war mein Eintritt in Perkins Park, da habe ich angefangen. Perkins Park. Ich weiß nicht, wie oft die mich da rausgeschmissen haben, weil ich kein Hemd dabei hatte. Ich mag Hemd nicht. Da habe ich angefangen und habe ich mich hochgearbeitet und dann irgendwann bin ich halt im Catering gelandet und dann bei der Eröffnung des Mercedes-Benz-Museums war ich dann da dabei, schön in Schlips und Krawatte und habe kleine Häppchen verteilt. Und danach dann halt beim VfB-Restaurant im Catering. Aber halt Menschen sind da, macht dann mehr Spaß, hast ein bisschen Smalltalk, du siehst die voll, Menschen. Voll, ich bin voll im Kellnern aufgegangen. Danke. Als ich in die Gastronomie eingestiegen bin, habe ich aufgehört zu arbeiten. Ich habe keinen Tag in der Gastronomie gearbeitet. Es war nie ein Tag Arbeit für mich. Niemals. Krass. Auch wenn die Beine irgendwann nicht mehr konnten, weil halt, 16 Stunden oder so. Egal, es war nie ein Tag Arbeit. Körperlich fände ich es sogar cool, weil ich mag es viel zu laufen und so. Also ich laufe hier auch viel dann im Kreis rum, man kennt's. Guck mal, wie wir den Kopf schütteln. ich stolziere hier dann immer rum, aber so viel mit dann verschiedenen Menschen zu tun haben, da ist meine Frust- und Toleranzgrenze dann doch manchmal sehr schnell erreicht. Deswegen finde ich das, aber ich finde es bewundernswert, weil ich das gerne auch dann mal, darüber werden wir auch später sprechen. Gerne. Weil du auch Coach bist, coachst Führungskräfte und hast dir dann nochmal eine Sparte selbst entdeckt, beziehungsweise einen Schwerpunkt gesetzt. Du nennst das Ganze Emotionologie, werden wir später drauf kommen. Und was mich jetzt noch, ich will jetzt ein bisschen noch diesen Weg skizzieren von dem ersten Mal, von dem Mal, wo du es dann weitergemacht hast, dann auch die Gefängniszeit, du wurdest ja auch erwischt dann, leider Gottes. Ja. Oder Gott sei Dank, das ist auch vielleicht eine spannende Frage, wie du das siehst. Mhm. Und die Zeit im Gefängnis und das dann danach ins Heute. Und was, wie ging es dann weiter? Dann gingst du noch einmal. Genau, das war dann das zweite Mal. Und tatsächlich hat nach dem zweiten Mal mein Gehirn dann angefangen zu arbeiten. Ey, was hat dein Gehirn jetzt gearbeitet? Das hat gearbeitet, hat gedacht so, Mensch Marco, also wenn du hier durch die Welt tingelst und du hast einen Koffer dabei, sollst dich möglicherweise nicht erwischen lassen. Gibst ihn am Ende dubiosen Menschen und bekommst eine Stange Geld dafür. Möglicherweise ist es nicht so ganz koscher. Was waren das für Menschen? Hast du mit denen dann abgehangen oder so? Oder kamen die nur zur Hotelzimmertür? Nee, die kamen nur zur Hotelzimmertür. Und dann war wie viele Tage lang der Koffer bei dir? Ein Tag vorher oder zwei Wochen? Nee, nur ein paar Tage. Also ich bin von Brasilien rüber geflogen nach Deutschland. Beziehungsweise, doch, ich bin immer nach Deutschland geflogen. Und von Deutschland bin ich dann nach Spanien entweder geflogen oder mit dem Bus gefahren. Und nur in dieser Zeit war der Koffer bei mir. Und kaum bin ich angekommen. Je nachdem, wann ich angekommen bin, kamen sie noch am selben Tag vorbei. Mhm. Oder dann halt am nächsten Tag. Mhm. Ey, ich krieg schon Herzrasen, wenn ich daran denke, so, dass so ein Koffer so nur einen Tag, so 5 Minuten in diesem Hotelzimmer habe mit so viel fucking Drugs drin. Bro, ich habe in meinem Kopf schon so Filme, SEK kommt rein und... Ey, und sagt Hallo. Die sagen nicht Hallo. Wir hatten das mal, ein Freund hat mich verarscht mit dem SEK. Die haben uns mal, der hat so einen Fake-Prank gemacht. Da waren wir in einem Hotelzimmer, der so getan hat, als hätte er irgendwelches Drogengeld. Und dann ist auf einmal SEK gekommen und hat uns alle verhaftet. War ein komischer Moment. Aber gut, ich habe das schon ein bisschen kommen sehen, dass das eine Lüge ist. Aber ich... Du denkst jetzt, irgendwas ist fishy gerade. Absolut. Du kennst die Leute nicht irgendwie. Ja, genau. Mhm. In dem Ding redet er viel mit dir. Da kommt er mit zwei dubiosen Leuten, die du nicht kennst. Dann bringt er den Koffer in dein Hotelzimmer. Mhm. Und beim zweiten Mal war ich dann auch alleine. Der war noch nicht mehr dabei. Der war nur bei der ersten Übergabe dabei. Bei der zweiten nicht mehr.
Hast du ihm dann gesagt, ey, bleib hier, ich mach das schon alleine, passt schon? Nee, so war also so habe ich es nicht gesagt, oder? Sondern er hat gesagt, das machst du jetzt alleine, alles gut. Und du hast nicht gesagt, ey, kommst du nicht mit? Nee, oder vielleicht habe ich es. Auf jeden Fall, das Resultat war, er war nicht da. Wie hast du dem Typen noch vertraut, nachdem er dir gesagt hat, er macht es zusammen mit dir, er geht hin und kommt zurück und dann beim zweiten, also er ist ja gar nicht mit dir zurückgeflogen beim ersten Mal. Hast du ihn dann nicht gefragt, ey, war anders vereinbart? Doch, ich weiß, ich habe ihn noch gefragt und ich kann mich nicht mehr erinnern, was genau gesagt hat. Er wird es halt irgendwie umschifft haben, irgendwas. So, ja, er musste länger bleiben, genau, weil irgendwas Wichtiges passiert. Genau, weil ich erinnere mich auch gut dran, der so ein hat, er hat sich dann später in der Geschichte hingestellt, als sei er ein großer Drogenboss. Was natürlich nicht stimmt. Also was gut für mich ist im Nachhinein. Aha. Also es war nie ein Drogenring oder sonstiges. Das ist vielleicht heute mein Glück. Das war nur eine Person. Hätte dich eigentlich seine Arbeit machen lassen wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, also gutes altes Network-Marketing-Prinzip. Ja, 100%. nur ein Doppel illegal. Scheiße, Mann. Ja. Ey, Digga. Ja. Boah, das fuckt mich so schon übel ab, wenn ich es höre, Alter. Jetzt bist du dort. Mhm. Dort wo? Du bist jetzt bei der zweiten Reise, kurz davor, der Koffer ist da und du machst dir da deine Gedanken. Mhm. Was hast du dir überlegt? Also die genauen Gedanken, schwierig. Auf jeden Fall habe ich nach der zweiten Übergabe, habe ich mir gedacht, so koscher kann das ja nicht sein. Also irgendwas stimmt hier nicht. Ich gebe hier den Koffer ab, darf mich nicht erwischen lassen, krieg Geld, erzähl den Leuten nichts davon. Hab dann überlegt, okay, Brasilien, also was könnte im Koffer drin sein, kam dann die Frage. Überlegt, okay, Brasilien ist ein sehr armes Land, ich bin mittel im Dschungel, was könnten die da reinpacken? Spionagedokumente fällt weg. Dann blieb nur noch übrig, okay, Brasilien ist ja bekannt für Edelsteine und für Edelsteine war der Koffer einfach zu leicht, weil viele Edelsteine extrem schwer sind. Und das Fach war ja mal komplett ausgefüllt, also könnten auch keine Edelsteine gewesen sein. Hast du abgetastet dann oder irgendwie? Ja, das ist perfekt präpariert gewesen. Die haben also einen doppelten Boden eingebaut und der war perfekt präpariert. Das heißt, du hättest auch gar nicht reingucken können? Nein, ich hätte den wirklich kaputt machen müssen. Mhm. Das war so. Hast du ja mal kurz überlegt, was kann ich da irgendwie reinspicken oder so? Nee, später dann in der Geschichte, ja. Krass. Bei der zweiten Reise, nein. Nein, uff. Und dann kam halt der Gedanke, okay, was könnte noch drin sein? Bleibt ja nur noch Drogen. Was dachtest du, was ist da drin? Ja, wahrscheinlich schon Koks. Irgendwas mit Drogen. Ja? Dass du es Koks drin oder ist irgendwas? Nee, das nicht. Soweit habe ich da nicht gedacht, sondern einfach nur Drogen und dann ganz schnell wieder den Gedanken verdrängt. Mm. Einfach machen, jetzt die Zeit genießen. Hier gibt es schöne Brasilianerinnen, die Natur ist schön, ein bisschen wandern. Genau, genau. Das Land erleben, die Menschen genießen. Waren viele tolle Erinnerungen dabei. Und das war nach Reise 2. Dann wollte ich aufhören. Und dann bist du zurückgekommen. Genau, Koffer abgegeben, zurück nach Deutschland gekommen und wollte aufhören. Hast du deinem Vater gesagt, dass du aufhören willst? Oder hast du es dem anderen Menschen zuerst gesagt? Dem anderen Menschen habe ich es nicht gesagt. Und ob ich es meinem Vater gesagt habe, weiß ich nicht. Was ich weiß ist, dass ich plötzlich ich habe eine Postkarte bekommen von Teneriffa. Und auf dieser Postkarte, also die Postkarte war ein Abschiedsbrief. Da hat er mir gesagt, dass er sich das Leben nehmen wird, weil er so viel Schulden, Probleme im Leben hat. Und hat mir 10.000 Euro mitgeschickt per Western Union. Und nachdem ich erstmal den Schock überwunden habe, dass er sich auf Teneriffa das Leben nimmt, habe ich das Geld abgeholt, habe mit dem Geld Schulden bezahlt. Ich hatte einen Autounfall, kam also gerade gelegen. Und ich glaube, ein paar Tage später habe ich einen Anruf bekommen aus dem Krankenhaus Wangen im Allgäu beim Bodensee. Und die meinten so, ja, euer Vater liegt hier auf der Intensivstation, der ist im künstlichen Koma, ob ich vorbeikäme. Klar, ne? Sofort in mein Auto reingesetzt, runtergefetzt und war dann im Krankenhaus und tatsächlich, dann lag er da, im künstlichen Koma. Und die Ärzte haben mir gesagt, ja, er versucht sich umzubringen, hat nicht funktioniert, jetzt liegt er da und morgen werden sie ihn aufwecken. So, alles klar. Am nächsten Tag war ich dann auch dort, sie haben ihn dann aufgeweckt, hat alles funktioniert, er war auch sofort wieder da. Und dann hat er mir die Geschichte erzählt, dass er sich mit den falschen Menschen eingelassen hat. In dem Fall halt irgendein russisches Kartell, irgend sowas. Die Menschen trachten nach seinem Leben. Irgendeinen Scheiß gebaut, Geld. Und er braucht jetzt ganz dringend Geld. Und ich habe gesagt, hey, Dad, kann der nicht helfen? Der so, doch, ich brauche die 10.000 Euro zurück. Und ich so, ich habe die 10.000 Euro nicht. Ich habe die nicht mehr. Und dann meinte er, dann mach doch noch so eine Reise. Und das war Reise Nummer 3.
So habe ich die Reise Nummer 3 gemacht. Reise Nummer 3 habe ich gemacht, damit ich am Ende wieder genügend Geld hatte, eben die 10.000 Euro zusammen, um ihm das Geld zu geben. Und dann habe ich ihm das Geld gegeben. Dann war Reise 3 und dann für mich klar. Dann habe ich gesagt, hey, okay, Dad, pass auf, das war das letzte Mal. Ich mache das jetzt nicht mehr. Ich höre jetzt auf. Weil dann hat es bei mir schon Klick gemacht. Dann wusste ich, okay, auch wenn ich jetzt James Bond bin, ich war mir jetzt bewusst, das ist nicht okay, was ich mache. Und das könnte schon schief gehen. Was auch immer schief gehen bedeutet. Damit war er nicht zufrieden. Sondern er hat quasi ja, gebettelt, ich muss ihn unbedingt in dieses Business reinbringen, weil er braucht ganz, ganz dringend Geld, weil die Leute sind hinter ihm her, also die Tracht nach seinem Leben, die bringen ihn sonst um. Ich muss ihn reinbringen. Da habe ich gesagt, okay, ich zeige dir, wie alles geht. Und er so, nein, du musst mit mir mitfliegen. Weil mein Vater, der war Österreicher, der konnte kein Englisch, der konnte halt nur Österreichisch. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann fliegen wir einmal gemeinsam, machen das alles gemeinsam durch, dann hast du es miterlebt und dann kriegst du es alleine hin. Und so war es auch. Wir sind dann gemeinsam rübergeflogen, haben dann die Koffer getauscht, ne? Also jeder hatte sein Hotelzimmer und die Leute kamen dann, haben das ausgetauscht. Wir hatten dann 2 präparierte Koffer. Ich bin dann vor ihm zurückgeflogen und er ist nach mir zurückgeflogen. Ich wurde erwischt am 11. Dezember 2006. Er ist später in Deutschland gelandet. Ich weiß nicht genau, wie die Geschichte dann weiterging, denn ich habe keine Information von seiner Seite oder von meinem Auftraggeber, nur von meiner Familie, dass er wohl plötzlich in Deutschland war. Also er hat Landesverbot, der durfte gar nicht hier sein, war wohl mit einer Waffe bewaffnet, hat meine Familie wohl irgendwie bedroht und ist total ausgetickt und meinte so, ja, der Deal kam nicht zustande, irgendwas ist passiert oder nicht passiert. Und dann Anfang Januar hat es sich dann das Leben genommen, diesmal mit Erfolg. Und ich war eingesperrt in Paris im Gefängnis und habe einen Fax bekommen von der Polizei. Weißt du, was mir ein bisschen den Kopf fickt? Ich fand es auch schon krass in diesem Hyperbowl-Ding, wie gefasst und kontrolliert du selbst über vor allem diesen Abschnitt sprichst. Also dieses dritte Mal. Mhm. Weil du sagtest, du schaust zu deinem Vater auf. Dann ist es jemand, zu dem man aufschaut, den man respektiert, den man mag. Den man liebt. Genau. Und dann kommt so ein Brief, ein Suizidversuch, man ist dann in diesem Krankenhaus, dann zieht man das nochmal gemeinsam durch, dann dieses wirre Bedrohen der Familie ohne einen erkenntlichen Grund irgendwie, den du heute auch noch nicht so ganz zu kennen scheinst. Nein, nicht. Also so super viel, also ich bin auch nicht dein Therapeut und ich bin jetzt auch nicht hier, verstehst du, also bitte nicht, also ich will jetzt auch nirgendwo nachbauen, das ist dein gutes Recht, auch nicht darüber zu sprechen. Auch keine Rechnung schreiben. Wie bitte? Auch keine Rechnung schreiben für die Therapiestunde. Nee, aber auch wie, ich verstehe, dass man mit sowas auch abschließen kann, aber ich bin doch irgendwie erstaunt, wie viele Fragezeichen da zu sein scheinen, aber wie gefasst und kontrolliert du damit umgehst. Ja, das ist das Einzige, was Sinn macht. Auf lange Sicht, ja, gebe ich dir recht, definitiv. Alles andere ist unsinnig. Es ist, irgendwann macht es Sinn, an Dingen einen Haken dran zu machen. Weil wenn man das nicht macht, wird man ja wahnsinnig im Leben. Und das habe ich gemacht. Ich habe meinen Seelenfrieden damit gefunden. Darum kann ich das so kontrolliert und gefasst erzählen. In mir ist es wohl nicht ganz so kontrolliert und gefasst. Also das macht schon Aua. Das sind Wunden, die ja nie heilen, weil ich es ja ständig wieder aufreiße, jedes Mal, wenn ich es erzähle. Und ich, in meiner Welt sage ich halt, das ist halt der Preis dafür, dass ich mein Wissen mit anderen, also meine Erfahrung mit anderen Menschen teile. Weil nur so kann ich eine Erfahrung weitergeben, damit andere Menschen nicht den Fehler machen, den ich gemacht habe. Und dann muss ich bereit sein, diesen Schmerz halt immer auszuhalten. Und den kann ich nur aushalten, wenn ich ihn innerlich quasi wie eine Kapsel habe und in dieser Kapsel kontrolliert, wie eine Kernfusion, ne? Wie ein Atomreaktor. Es fickt meinen Kopf, wie entspannt du darüber sprichst. Es fickt meinen Kopf. Es ist krass. Also es ist krass. Es ist verrückt. Aber du bist ja nicht schuld dafür. Also es ist ja nicht deine Schuld, dass das passiert ist. Schuld oder Unschuld ist vielleicht gar nicht das Thema. Ich meine, ich habe auf jeden Fall ein paar. Also es gibt Punkte, die kann man kritisch hinterfragen. Nach dem Motto, Marco,
weshalb hast du nicht mehr gefragt? Weshalb bist du nicht auf die Suche nach Konsequenzen gegangen? Weshalb hast du dich nicht mit anderen Menschen ausgetauscht darüber? Also das sind schon Punkte, die man mir angreifen kann, und das zu Recht. Weil das hätte ich tun können. Und ich habe mich ja dafür bewusst entschieden, es nicht zu tun. Mhm. Ganz, also mir ist auch klar, warum ich so gemacht habe. Weil in dem Moment, in dem ich das anderen Menschen erzählt hätte, hätte ich mich ja quasi offenbart. Und die hätte mich von der Idee natürlich abbringen können. Ja. Und das wollte ich nicht. Darum habe ich es nicht erzählt. Und da kann man definitiv reinhaken und sagen, Mensch, das war dein Fehler und das ist auch mein Fehler. Und das ist sehr wohl meine Schuld. Dass natürlich mein Vater mich manipuliert hat, dass ich nicht auf meine Familie gehört habe, die mir mein Leben lang erzählt habe. Mein Vater ist ein sehr schlechter Mensch. Wirklich, also Freunde der Familie, die ihn auch kennen, bezeichnen ihn als wirklich als Satan. Und heute weiß ich, das ist noch diplomatisch ausgedrückt. Das war wirklich so ein ganz übler Mensch. Zu mir halt nicht. Das war halt dieser Fehler, ne? Zu mir war das der weltbeste Papa. Hat das irgendwie dazugehört? Was dazugehört? Dass man der weltbeste Papa und Satan zugleich ist? Ich habe ja nur die eine Seite kennengelernt. Die andere Seite wurde mir immer nur erzählt. Mhm. Die habe ich nie zu Gesicht bekommen. Nie zu Gesicht bekommen. Ich kann mich nur an eine Szene erinnern. Da habe ich meinen Vater einmal Kanacke genannt. Da ist er ausgerastet, da hat er mich an den Haaren gepackt und hat mich durchgeschüttelt und gesagt, das darf ich nie wieder zu ihm sagen. Das war das einzige Mal. Sonst hat der nie irgendwas gemacht. Der war der weltbeste. Konnte alles machen mit dem machen, der hat mir alles tausendmal erklärt. Ich habe es gemacht, ich habe es falsch gemacht. Egal, nochmal, der hatte die Ruhe weg. Der war zu mir der weltbeste Papa. Und das hat natürlich mein Bild von ihm geprägt, was halt nicht das echte Bild war. Wie siehst du das, oder wie hast du auch gesehen, nachdem er dich, sagst selbst, manipuliert hat, diese Kuriersachen nochmal zu machen? Naja. Obwohl du dann wusstest, das ist scheiße? Ich habe es dann für ihn gemacht. Mhm. Es war für mich einfach mein Auftrag, ihm zu helfen. Punkt. Mhm. Ich bin sein Sohn, ich helfe ihm. Mhm. Keine Fragen stellen. Und du sagst, er wusste es auch damals nicht besser. Also ist es schon gut und richtig für so. Ihn war von der ersten Sekunde an klar, was ich mache. Mhm. Und für ihn war auch klar, was es für Konsequenzen hat. Mhm. Also man muss wissen, was mein Vater war hier in Stuttgart früher eine große Nummer. Mhm. Also der war hier im Rotlichtmilieu eine ganz große Nummer. Mhm. Der hat ganz viel mit Drogen zu tun gehabt. Also das war ein Krimineller, wie im Bilderbuch steht. Habe ich halt nie die Seite erfahren. Mhm. Immer nur erzählt bekommen. Ja, von Menschen, denen ich vielleicht auch kritisch gegenüberstand. Mhm, verstehe. Und das war halt der Fehler. Ich habe mich quasi von ihm blenden lassen. Und heute kann ich halt, ja, und heute kann ich halt sagen, was für ein Mensch muss man sein, seinen eigenen Sohn oder sein eigenes Kind ganz bewusst in ein Messer reinlaufen zu lassen. Das ist für mich der Beweis des übelsten und niederwertigsten Charakters, den es gibt. Der hat mich knallhart geopfert, damit er im Leben weiterkommt. Krass. Krass. Das ist eine Sache, wenn man selbst verschuldet, komplett aus eigenem Motiv etwas tut und dann, wenn nochmal so ein Elternteil kommt, und das gibt dem Ganzen natürlich nochmal einen sehr ekelhaften Twist. Und dann... Wann wurdest du dann erwischt? 11. Dezember 2006 am Flughafen Paris, Charles de Gaulle. Mhm. Beim Check-in in den, also beim Boarding. Also ein Zwischenflug. Genau, beim Boarding nach Stuttgart. Und wer viel fliegt, weiß das. Ob man als Erster oder Letztes einsteigt, spielt keine Rolle. Darum bin ich immer als Letzter eingestiegen, bin mal gewartet. Und dann, ne, laufe ich da zum Gate. Das ist doch sehr bequem, mache ich auch immer gerne. Ja, spart man sich nochmal Zeit. Also im Flieger sitzen ist unangenehm. Und dann laufe ich dahin, dann war die nette... Ich nenne sie mal Stewardess, sagt so, hallo Herr Deutschmann, hallo. Und dann stand so ein Typ neben ihr. Und ich sage zu dem, das ist Herr Deutschmann. Der guckt mich an, guckt ihn an, Handshake, hallo, kommen Sie mal bitte mit. Und dann bin ich mit ihm mitgekommen. Und er war super nett zu mir und hat mir viele Fragen gestellt. Er war wirklich sehr nett. Und wir sind durch den ganzen Flughafen, ne, Treppe hoch, Treppe runter, links, rechts, über das Rollfeld, Auto gefahren. Also ewig waren wir unterwegs. Und ich habe mir schon gedacht so, ja, wie komme ich denn an meinen Flieger? Und er meinte so, nee, kein Problem, Sie kriegen den Flieger schon, das schafft man schon. Wir fahren Sie dann mit dem Auto hin, steigen Sie direkt ein, das ist cool und so. Und ich habe mir schon so, okay, klingt komisch, ja, okay, passt schon. War mir keiner schuldbewusst. Mhm. Und dann laufe ich ins Büro rein und dann steht in der Ecke so ein Koffer. Und der so, ist das Ihr Koffer? Ja, fahren wir immer noch. Safe, ne? Machen Sie mal auf. Alles klar, ich mache den auf. Und kaum habe ich den aufgemacht, weil da waren so kleine Loks dran, Schlösser. Der aufgemacht und dann hat er mich schon zur Seite gestoßen, hat den Koffer aufgemacht und der hat nicht gesucht, sondern der hat gefunden. Also der wusste, wo er suchen muss. Hat dann so einen kleinen Bohrer genommen, so einen ganz kleinen, hat den da reingesteckt, hat den rausgezogen,
war weißes Pulver drauf. So hat er ein Päckchen reingemacht, zugemacht, auf den Boden getreten, das Ding drin kaputt gemacht, hochgeschüttelt. Es hat sich verfärbt, guckt mich an und sagt nur ein Wort. Kokain. Und dann sind alle Emotionen, alle Gefühle gleichzeitig durcheinander gegangen. Und dann war mir heiß, kalt, schlecht, alles gleichzeitig. Ich wusste nicht Realität zu Realität, Traum, Albtraum, ich wusste nichts mehr. Dann musste ich auf die Toilette. Aber erst da hast du, also auch gar keine Anspannung davor, als sie dich dort mitgenommen haben und deinen Koffer aufgemacht haben. Nein, erst als ich den Koffer gesehen habe, kam eine leichte Anspannung. Erst dann. Und das, pass auf, wird noch krasser. Was dachtest du, dass sie Gummibärchen rausholen? Gar nichts, dass sie es nicht finden. Dass sie einfach nichts finden. Das habe ich gedacht. Dann musste ich ja zur Urinkontrolle alles. Dann war ich auch positiv. Dann habe ich noch mit denen rumdiskutiert, dass es nicht sein kann. Ach so. Genau. Die haben mich dann auch positiv getestet. Und ich sage, auf keinen Fall bin ich positiv. Das kann gar nicht sein. Kann es gar nicht sein? Oder? Nee, kann gar nicht sein. Okay. Kann nicht sein. Selbst wenn das unrein verpackt gewesen wäre und ich wäre damit in Kontakt gekommen, hätte ich körperlich oder psychisch eine Veränderung gespürt. Ich bin sehr, sehr sensitiv. Also ich bin so der Typ. Nee, wir waren ja vorhin noch, du wolltest ja nicht mal Kaffee haben. Genau, richtig. Ich nehme keine Drogen und ich bin so sensitiv, dass wenn ich morgens ein Glas Cola trinken würde, kann ich nachts nicht schlafen. Wegen des Koffeins. Deswegen 100% safe. So. Plus ich nehme auch nichts. Und dann habe ich mit ihnen rumdiskutiert und dann meinte ich, okay, alles klar, vielleicht spinnt der Test. Und dann kam ich zurück, dann kam halt die Leibesvisitation. Ich glaube, das war das kleinste Problem. Wahrscheinlich, ja. Im Nachhinein war es sogar schlecht. Wäre ich positiv, wäre es besser. Weil dann ging ich als Junkie durch und als Junkie gibt es weniger Strafe. Hm. Und Therapieformen, whatever. Wäre für mich natürlich ein Kinderspiel gewesen. Scheiße. Genau, ja. Hätte man das mal vorher gewusst. Richtig, genau, ja. Nee, Pech gehabt. Dann kam ich zurück, Leibesvisitation, ne, also ne, Finger in alle Öffnungen rein, ohne Liebe. Richtig, ganz eklig. Ungechillt. Und dann bin ich zurück ins Büro gekommen. Und jetzt kommt der Moment, in dem ich wieder runterkam. Weil ich habe mich an den Typen erinnert. Was hat der Typ zu mir gesagt? Alle bezahlt. Richtig. Und wir kommen nur nicht raus. Alles gechillt. Genau, und das habe ich geglaubt. Hätte ich ihn gefragt, wieso machst du das nicht selber? Aber gut. Und habe das wirklich so geglaubt, dass ich dann gechillt auf meinem Stuhl saß. Die haben mich so mit einer Hand festgekettet. Und da habe ich noch gesagt, so, kann ich ein Buch lesen? Die so, ja. Haben sie mir eins meiner Bücher gegeben. Und jetzt pass auf. Dann gibt er mir Murphy's Law. Und dann sitze ich da und lese Murphy's Law. Ne? Situationskomik. Und dann war ich wieder gechillt. Bis nachts, irgendwann um 12 oder um 1, die Pariser Polizei kam, mich abgeholt hat, weil ich war ja beim Zoll, und hat mich nach Paris gebracht. Wie im Film. Ein viel zu kleines französisches Auto mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Pariser Autobahn. Total sinnfrei, egal. Und dann bin ich dort angekommen, kam auf der Wache an, wurde von einem sehr netten Polizist entgegengenommen, der mich angeschrien hat nur und du hast nichts verstanden. Genau, und ich habe nur ein Wort zu mir gesagt, als er mich vor sich hergetrieben hat wie Vieh, war dann immer so, wit. Und dann kam ich in eine Zelle rein, war vielleicht 6 Quadratmeter groß die Zelle, Türe ging zu und dann habe ich angefangen zu weinen wie in meinem ganzen Leben zusammen nicht. Also die Tränen sind dann runtergekullert wie Wasserfälle und gerade wir Männer kennen das ja, ne, wenn wir uns innerlich wehren. Und ich habe mich gewehrt und ich halte mich für jemand sehr Starkes. Ich hatte keine Chance. Ja, du bist ein sehr kontrollierter Typ. Keine Chance. Ich merke das jetzt auch die ganze Zeit. Also du bist sehr extrem sogar, würde ich sagen, kontrolliert. Also von der Sache über deinen Vater, wie du die Geschichte erzählst. Ist für dich mehr eine Geschichte, die du erzählst. Also jetzt meine ich nicht, ob die jetzt wahr ist oder nicht. Darum geht es jetzt nicht, sondern wie du es erzählst. Du bist da sehr kontrolliert. Auch zum Beispiel so eine Kleinigkeit wie das Essen, das hat mir Luki gesagt, dass du da sehr genaue Essenswünsche hast und so. Und das sind so da Kleinigkeiten. Du bist ein sehr, sehr kontrollierter Typ auf jeden Fall. Mhm. Du bist sehr, sehr, sehr kontrolliert. Ja, grundsätzlich. Ja. Das ist, finde ich witzig, weil du so super positiv, irgendwie angstfrei wirkst du auch noch. Sehr positiv, geladen, kontrolliert, angstfrei. Es ist ein sehr interessanter Mix, deine Persönlichkeit auf jeden Fall. Wir werden auch später kurz über deinen Persönlichkeitstest sprechen. Ja, herzlichen und Dank. Und über die Sache, wie bitte? Herzlichen Dank für das Kompliment. Ja, das ist hochspannend. Ich finde jede Persönlichkeit spannend. Ich finde, es gibt gar keine, gibt doch illustre Persönlichkeiten.
Ja, ich glaube, das gibt mir vielleicht jetzt, auch wenn ich vielleicht aus Zuschauersicht spreche, weil das habe ich auch gelesen in den Hyperbole-Kommentaren, weil ja, da ging es mir ähnlich, irgendwie, irgendwas passt für mich dann nicht so ganz zusammen, nicht inhaltlich, sondern was ich als was ich emotional nicht so ganz nachvollziehen kann, ist, wie gefasst du diese Geschichte erzählst, wie kontrolliert du bist, wie... Du erzählst das, als wäre das nicht deine Geschichte. Du erzählst, als wäre das irgendjemand anders seine Geschichte. Versteht ihr, was ich meine? Und du auch? Also ich rede nicht, ich gucke auch... Ja, Verstehst du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Und gab es da eine Zeit, wo du keine Kontrolle darüber hattest? Wie ist es auch passiert, dass du von diesem Moment in der Zelle, wo du komplett... Auf einmal stimmt da gar nichts mehr. Du hast gar keinen Grund mehr, eine Kontrolle dazu haben. Nein, in dem Moment hatte ich überhaupt keine Kontrolle. Null. Da bin ich ja quasi, ich bin quasi zusammengebrochen, nicht gebrochen. Ganz klar. So wie jeder Mensch zusammengebrochen wäre. Wahrscheinlich schon viel früher. Weiß nicht, vielleicht. Also halt in dem Moment, das war so gravierend, dass ich einfach wirklich so extrem geweint habe, dass dieser wirklich unfreundliche Polizist irgendwann zurückkam. Weiß nicht wie lange. Der kam zurück da. Wie haben die dich hops genommen? Danach kamen dann wahrscheinlich die Gerichtsverhandlungen und genau, so. Genau, die kamen direkt 3 Tage danach. Oh, Speed Trial. Nee, das war eine langsame. Normal ist am selben Tag. Oh, shit. Ja, durchlaufend. Also haben die so eine Art durchlaufenden Posten für Schmuggler oder richtig, für Kuriere? Absolut, ja. Oh, scheiße. Und dann einfach dich abgefrühstückt. Wie viel hat der? Gucken genau. Kurz durch. Ja, so viel. Yes. Weg mit dem. Ja. Und dann in Frankreich in den Knast, wo du die Sprache nicht sprichst. Ja, wobei, es stimmt ja nicht ganz. Ich konnte 5 Wörter. 3 davon waren Schimpfwörter. Ist eher schlecht für die Kommunikation. Du sitzt dort? Ja. Irgendjemand, du checkst ja gar nicht, was in diesem Verfahren heißt. Du hängst die ganze Zeit an einem Anwalt, hoffst, dass er dir irgendwas erklärt mit Handsprache und Zeichensprache? Ja, hatte einen Traduktor. Übersetzer hatte ich. Aha. Der hat es mir dann gesagt, was abgeht. Und dann, was haben die gesagt? Wie viele Jahre hast du bekommen? 4. 4? War es aber eigentlich insgesamt 7? Nee, in Frankreich habe ich 4 Jahre bekommen. Okay. Was für das, was ich tat, sehr hoch ist, war sehr außergewöhnlich. Okay. Ich war damit. Echt? Ich war eine dicke Nummer damit im Knast. Kein Scheiß. Mit 4 Jahren für 4 Kilo? Ja, haben alle gedacht, ich sei ein Boss. Ja, eben, weil 4 Jahre, 4 Kilo passt nicht. Das ist viel zu wenig Material für diese Strafe. Echt? Echt? Wieso haben die denn 4 Jahre gegeben? Wahrscheinlich, weil es 4 Reisen waren und diese jede Reise mit einem Jahr abgeurteilt haben. Aber können die doch nicht nachweisen? Ja, das wussten die dann. Das können ja behaupten. Naja, behaupten haben sie nicht. Also eigentlich genau genommen, ja? Nee, wusstest du es ja selber auch nicht. Naja, ich habe es nicht schon gesagt. Das ist dein Ernst. Du hast zugegeben. Ja. Du hast Dinge zugegeben, die man unmöglich hätte beweisen können. Also ich will echt nicht klugscheißen oder so, aber wieso? Haben dich unter Druck gesetzt oder... Haben die mich unter Druck? Ja, in gewisser Weise haben die mich schon unter Druck gesetzt, natürlich. Oder hey, erzähl uns jetzt die ganze Wahrheit, gib lieber noch den ganzen Scheiß von davor zu, dann wird es auch leichter, dann sind genau wir Buddies und so. Ja. Oh, ekelhaft! Ja, das war so, ja. Aber jetzt mal im Ernst, also jemand mit deiner Persönlichkeit, also wäre ich jetzt ein Richter mit ein bisschen Menschenkenntnis oder auch so ein Kripo-Beamter, ganz ehrlich, 1 Jahr bei dir hätte gereicht, die hätten nicht in einem Jahr dort im Knast. Nein, das ist sehr lieb, dass du so denkst. Ja? Denke bitte nochmal neu, wie Systeme aufgebaut sind, Rechtssysteme. Ja? Gerade jemand mit meiner Persönlichkeit kriegt volle Kanne. Weil sie es umdrehen. Ja, aber hättest du, jetzt mal im Ernst, hättest du nicht nach einem Jahr, wärst rausgegangen, hättest du gesagt, ja, ich gehe jetzt keine Gummibärchen nach für mich war's klar. Ich Brasilien, Argentinien absolut, mehr fliegen. Ich habe es nach einem Jahr sofort meine Lektion gelernt, Haken dran, alles cool. Ich glaube, nach dem ersten Tag wahrscheinlich schon, aber... Ziemlich schnell. Also ein Jahr hätte gereicht. Alles andere war total unnötig. Das ist das einfach mich. Aus Sicht des Richters bin ich quasi das Schlimmste, was passieren kann. Weil du so unbeschwert, oder? Genau. Weil du dort halt warst und du gesagt hast, ich wusste es ja nicht. Genau. Oh, ja, das ist... Genau. Also aus rechtlicher Sicht bin ich genau das Paradebeispiel, wie man richtig viele Jahre kassiert. Ja, Unwissenheit schützt nicht. Ich glaube auch, das ist das, was ich... Das habe ich mir auch gedacht. Ich habe mir das auch angeguckt. Dieses Hyperbole-Interview war so, ja, ist doch schön und gut, dass du es alles nicht wusstest, aber im Endeffekt hast du es gemacht und es ist immer so ein Ding mit dieser Naivität und... Weil das behauptet halt im Endeffekt immer jeder, ne? Die Naivität? Ja, ich wusste es nicht und... Ja, also wusste ich nicht, kann ich nicht sagen, weil ich habe es ja natürlich... Nach dem 4. Mal aber witzige voll Kombo. Ja, aber witzige Kombo. Du gibst es zu, aber du wusstest es nicht. Und dann gibst du es zu für die letzten Male.
Ja, genau. Ich habe halt zugegeben, dass ich die Reisen gemacht habe. Jetzt kommt noch das Paradoxe. Die wollten nicht wissen, wer mein Hintermann ist oder sonst was. Da waren die nicht dran interessiert. Ich habe die sogar gefragt. Echt? Ich habe die echt gefragt, kein Scheiß. Ich habe sie gefragt, wollt ihr nicht wissen, wo das hingeht? Wer das... Nö. Sag ich, wir könnten doch jetzt zum Abgabeort gehen und dann können wir den ganzen Ring hochnehmen. Nö, ist uns völlig egal. Wieso hast du erfahren, warum das so ist? Wieso ist das so? Ja, weil Katz-und-Maus-Spiel. Ich wurde verraten. Ich wurde verkauft. Von wem? Das weiß ich nicht von wem. Hä, aber das verstehe ich jetzt nicht. Wer hat Interesse, dich zu verkaufen? Nein, so funktioniert das halt. Man opfert einen, dafür kommt jemand anders durch. Das ist das Spiel. Bestätigt von der Pariser Polizei, vom Übersetzer und natürlich von 100 Gefangenen aus dem Knast. Oder mehr. Kein Scherz. Pariser Hauptkommissar. Oh, scheiße, was? Und es wird noch krasser. Pass auf, halt dich fest. Ich komme also in dieses Büro rein, in dem der Koffer da steht. Und über dem Koffer ist so ein Tableau, so ein Whiteboard. Und da steht drauf, Deutschmann, 4600. Ich habe mich noch gewundert, was das heißt. Als der Typ dann diese Platten gefunden hat, das waren so gummiartige, schwarze Platten. Die Mannzahl auf dem Tableau, was? Pass auf, hat er es auf eine Waage gelegt und dann stand da 3500 irgendwas. Und dieser nette Zöllner war bis dahin noch nett zu mir. Aha. Dann hat er mich aggressiv angeschrien und hat mich gefordert, ihm den Rest zu begeben. Und ich so, was für ein Rest? 3,5 reicht es nicht. Und er so, er weiß ganz genau, da ist noch mehr, wo ist es? Und dann ist er wutentbrannt weggerannt, kam wieder irgendwann zurück, hatte eine weitere Platte dabei, hat die auf die Waage gelegt und dann stand auf der Waage 4.695 Gramm. Als ich aus dem Büro rauskam, also aus diesem Kabuff, das war ein Mix aus Bad irgendwas, raus, stand am Tableau, Deutschmann, 4.695. Und jetzt setze ich noch einen drauf. In diesem Büro. Also Moment mal, du willst mir sagen, dass der da ein bisschen nachgeholfen hat? Nicht nachgeholfen hat, sondern die wussten fast aufs Gramm genau, wie viel ich dabei hatte. Aha. In diesem Büro gab es eine kleine Zelle. In dieser Zelle saß ein Typ drin. Und wie kam dieser Unterschied zwischen 3,5 Kilo und 4,69? Naja, die 3,5 Kilo hat er erst gefunden. Aha. Und er wusste, es muss noch mehr sein. Aha. Also hat er weitergesucht und hat gefunden. Wo, aber wo hat er... Irgendwo im Koffer. Der hat es vielleicht einfach nicht an der richtigen Stelle gesucht. Ach so, der hat den Koffer schon geöffnet genau, und hat dann... Richtig, genau. Ja, okay, irgendwo verstehe, alle Platten gefunden. Ja, jetzt. In dieser Zelle saß ein Typ drin, Danny. Mit dem war ich nachher in der Zelle. Das war mein erster Zellenkollege. Aha. Mein zweiter, sorry. Der zweite Zellenkollege. Und der hat gesagt, Deutschmann, weißt du, ich bin hier angekommen, das war irgendwann früh morgens, 1 Uhr, 2 Uhr. Mhm. Da stand dein Name schon an der Tafel. 1 Uhr, 2 Uhr, ich wurde, glaube ich, gegen Mittag verhaftet. Mhm. Da bin ich gerade mal in Brasilien losgeflogen. Woher haben die Zahl? Krass. So, und die Pariser Polizei bestätigt, so funktioniert das Spiel. Sie kriegen einen Anruf, sie holen die eine Person ab und als Gegenleistung suchen sie nicht weiter. Achtung, Wissen von damals. Hat nichts mit heute zu tun. Damals definitiv so. Und das habe ich noch wirklich, also 100 Mal bestimmt im Knast gehört, dass genau das so funktioniert. Das berühmte Bauernopfer. Man opfert einen und dann lässt man einen schön, was ich, 20 Kilo durch. So hat man das gemacht. Boah, auf so eine Art und Weise, ich würde mich innerlich zerfressen vor Frust, Alter, wenn mich jemand so catchen würde. Ist eklig. Ist eklig. Und was bringt's, wenn es mich innerlich zerfressen lasse? Was bringt's mir? Natürlich bringt's dir nichts, aber ich denke schon, dass dir mal ein paar Wochen lang die Frage stellst, warum ich und warum so? Selbstverständlich. Das habe ich nicht mit so wie heute so, okay, Haken dran. Nein, sowas nicht. Das war ein Prozess, das hat Zeit gebraucht, das habe ich auch nicht in einer Woche geschafft. Das hat viel, viel Zeit in Anspruch genommen, viel Energie, bis ich dahin kam, Haken dran zu machen. Wie war es dann im Knast? Wie waren diese ersten Momente? Also ich stelle, boah, Digga, du bist auf einmal im Knast und dann... Ja, übel. Man muss wissen, jetzt 4 Jahre. Französisches Gefängnis und deutsches Gefängnis sind halt zwei Welten. Aha. Das sind zwei Welten. Deutschland ist schöner? Nicht schöner. Deutsche Gefängnisse sind noch schlimmer, also noch älter, noch kaputter. Mhm. Das System ist sehr, also 100% diktatorisch. In Frankreich ist es liberal. Liberales System. Was heißt, die halten sich raus, die Wärter, oder? Das zum einen. Und zum anderen, man darf halt Bücher reinbringen, Kleidung reinbringen. Man ist viel liberaler. Messer reinbringen, Drogen reinbringen. Das nicht. Also man ist nicht restriktiv. In Deutschland darf das alles nicht passieren. Mhm. Man kann nicht einfach Geld schicken, das geht alles nicht. Das ist ganz, ganz schwierig, in Deutschland überhaupt an Geld zu kommen. In Frankreich ist alles easy, Bildung zu bekommen, alles einfach. Das ist alles einfach, das ist liberal. Die Zelle ist dann irgendwann einfach den ganzen Tag offen, man kann tun lassen, was man will. In Deutschland ist die Zelle immer zu und man ist ja Zwangsarbeiter in Deutschland, mhm. Steht ja auch im Gesetz so drin. Wenn man nicht arbeiten geht, also dem Zwang nicht folgt, dann wird man dafür nochmal bestraft. Das ist halt Deutschland. Das gibt es in Frankreich nicht. Wirklich ist das so? Das ist tatsächlich so. Kannst du nachlesen im Grundgesetz. Das steht so drin. Steht im Grundgesetz drin. Ich glaube, Artikel 13 ist, glaube ich, Absatz 4 oder so. Kein Witz.
Ja, da steht nicht Zwangsarbeit, sondern zur Arbeit verpflichtet. Das okay, also ein Euphemismus dafür. Ja, genau. Es ist Zwangsarbeit. Ja, es ist schade, dass man so ein Menschenbild hat. Klar, straffällige Leute. Das ist übel. Muss man. Und jetzt kommt der große Unterschied. Ja. Deutschland ist halt, ich nenne es immer das Psychogeficke. Mhm. In Frankreich ist es halt das Physische. Weil dann nicht das System dich fickt, sondern deine Mitinsassen. Genau. Wenn du kennst Prison Break? Ich kenne Prison Break, ja. Herzlich willkommen in Frankreich. Ja, so, dann ist dann T-Bag da und... Ja, genau. Also das habe ich nicht gesehen. Auf jeden Fall, Frankreich ist... Du warst dann T-Bag, du warst dann dieser Psycho, hast ihn ja, dann genau. an deinem Ding... Ich war immer der Nette. Ja? Ja. Also, überwiegend. Wie läuft das dann? So ein naives Kerlchen von damals, jetzt zu einem quick-witted... psychologisch versiertem, gut sprechendem Typen, ist man dann da schnell der Einäugige unter den Blinden im Knast? Kommt drauf an, wie man sieht. Oder ist man schnell in diesem, Nein, ich kloppe mich mit? Es ist halt eine Überlebensstrategie. Also ich meine, ich hatte damals 57,5 Kilo. Mhm. Bei meiner Körpergröße von 1,73. Mhm. Da sehe ich jetzt nicht gefährlich aus. Zudem lächle ich ja viel. Meine Gesichtszüge, das macht mich nicht zu einem gefährlichen Typen. Ganz schlecht im französischen Gefängnis. Ja, wieso? Was passiert da, wenn die dich sehen? Ja, das sehen, denken die sofort Opfer. Was passiert, wenn du das erste Mal an diese anderen Insassen siehst? Wie mustern die dich? Was passiert da? Ja, ich sehe natürlich die Verachtung. Ich sehe natürlich dieses, okay, den können wir abzocken, den können wir, weiß Gott, was machen. Ich sehe das schon, denen schon an. Aha. Vor allem dann von den großen, breiten, starken. Aber das hast du am Anfang sofort gesehen? Sofort. Klar. Obwohl also, du nie den Koffer aufmachen wolltest. Da hast du aber, okay, das ist interessant, ja? Ja, das habe ich sofort, also das konnte man nicht spüren. Also ich konnte das nicht spüren. Und da war für mich halt klar, gibt es da Möglichkeiten. Entweder ich passe mich dem System an. Mhm. Oder ich... Welchem System hast du dich angepasst? Was hast du identifiziert im System? Dem System der Härte. Mhm. Härter zu sein als der andere. Wie war das dann? Wie war dein Zellgenosse? War das dann dein Freund? Oder? Das war anfangs mein Freund. Also ich habe ihn als Freund wahrgenommen. Der hat sich dann entpuppt als Nicht-Freund. Das war immer noch sehr naiv zu dem Wodurch? Zeitpunkt. Weil er ein Chunky ist. Ah, wovon? Und der war im Heroinprogramm, also der hat Subutex bekommen. Oh. Und hat dann angefangen, das selbst zu rauchen und zu dealen und hat dann irgendwann die Nacht zum Tag gemacht. Und das ging natürlich dann irgendwann nicht mehr. Ich meine, am Anfang war der wichtig, weil wir sind gemeinsam immer duschen gegangen. Das heißt, der eine hat sich geduscht, der andere stand mit dem Messer da. Da haben wir uns abgewechselt, das war super. Der war schon hart davon. Mit dem Messer da? Ja, man musste in der Dusche mit dem Messer dastehen. Warum? Ja, falls jemand kommt. Wieso sollte jemand kommen? Weil das der beste Ort ist, um Menschen abzustechen. Wieso sollten die euch abstechen? Weil wir die Neuen sind, weil die was von uns haben wollen. Was wollen die von euch? Zum Beispiel die Sachen, die wir haben. Und was deswegen riskieren die es, euch abzustechen? Ja, das kann auch einfach nur ein Spiel sein. Also stell dir vor, du bist jetzt Gangboss. Okay? Du hast deine Gang im Knast. Ja. Du sitzt da jetzt schon, keine Ahnung, 10 Jahre. Du hast deine Gang um dich rum, jetzt kommt ein neuer Anwärter. Der braucht irgendeine Aufgabe, damit er dir für dich dienen darf. Es gibt ihm mal eine Aufgabe. Das könnte eine Aufgabe ohne sein. Ohne Grund. Ja, warum braucht es immer einen Grund? Das ist Gefängnis. Das aber ist die haben doch auch dort was zu verlieren, oder nicht? Rechte, Privilegien, Isolationshaft. Ja, richtig. Und vielen ist es halt auch egal. Ich meine, was haben die für eine Alternative draußen? Das sind ja die gefährlichen Leute, die draußen alternativlos sind. Das sind die gefährlichen. Es gibt viele Leute, denen geht es drinnen im Knast besser als draußen. Mhm. Und weil die sich an das System gewöhnen, verlernen, draußen zu leben. Ja, richtig. Das oder weil draußen jemand nach ihnen sucht. Mhm. Solche Leute. Also es muss nicht alles einen Grund haben, einen persönlichen Grund. Muss es nicht. Das ist ein Irrglaube. Und dann steht, und kein Wärter kriegt das mit? Nein. Was meinst du, wie viele Leute ich habe? Ach, eine Szene. Ich bin im Hof, laufe meine Kreise und denke mir so, oh cool, die spielen Fußball. Und denke mir, das sieht doch komisch aus. So ein ganz kleiner Kreis, spielen Fußball. Und dann laufe ich da hin und dann sehe ich, das Scheiße, liegt da ein Typ am Boden. Und dann treten die den auf die Rübe ein. Die spielen quasi mit seinem Kopf Fußball sozusagen. Und ich denke mir so, oh Alter, das war nicht so 5 Sekunden, sondern das war schon so gute 10, 15 Sekunden lang. Was geht? Und dann sind die weggegangen. Und dann lag der Typ da. Der Typ lag dann da und sah aus wie eine Puppe. Wie eine Puppe. Und der lag dann da. Und draußen waren die Wärter und wir haben im Fernglas zugeguckt. Und der lag da, fertig. Hat niemand was gemacht. Und dann sind andere Gefangene gekommen, haben den geschnappt und haben ihn quasi ans Gitter gezogen. Und dann sind die Wärter gekommen. Weißt du, was sie gemacht haben? Ans Gitter hin. Zu dritt haben sie das Gitter festgehalten, nur so einen Spalt aufgemacht, damit die Gefangenen den durchschieben können. Als wenn irgendeiner da abhauen hätte können. Und haben sie ihn weggetragen. Wie lange warst du da drin, als das passiert ist?
Das war ziemlich am Anfang. 2 Monate, 2,5 so. Und was passiert dann mit einem, wenn man sowas sieht? Ja, übel. Also mein erster Gedanke war, könnte auch ich sein. Das war mein allererster Gedanke. Könnte auch ich sein. Also Schlägereien habe ich da dauernd gesehen. Das war halt eine der heftigsten. Und ich habe auch oft gesehen, wie Leute abgestochen wurden. Dann kommt der einfach vorbei und zack, zack, zack und dann rennen sie wieder weiter. Du musst dir so vorstellen, dort gab es 3 Höfe, getrennt voneinander mit Mauern. Mhm. Die sind über die Mauern drüber geklettert. Mhm. In den Hof rein, haben die Person kaputt gemacht und nicht wie in Deutschland so, ne, blaues Auge, sondern wirklich kaputt gemacht. Wirklich versucht zu töten. Aha. Und sind wieder zurückgelaufen. Hä? Krass. Ich hab mit Max gesprochen da, der war auch im Gefängnis, dann mit dem Rainer Lauchs, der war auch in verschiedenen Gefängnissen auf der Welt. Mein eigener Vater war im Knast lange. Ja, krass, ich habe sowas noch nie gehört. Das war Paris. Wildbahn. Aber einfach. Hä, wie zum Teufel soll, also wie zum Teufel funktioniert das? Dass du so viele Leute hast, die so einen Scheiß hinkriegen, dass es unbemerkt ist, dass dann noch die ganzen Leute da mehr oder weniger mitmachen. Ich meine, was ich natürlich ja nicht weiß, ist, wenn das passiert und die dann wieder zurück sind, ob das dann vielleicht doch irgendwann rauskommt. Aha. Das weiß ich nicht. Also das kann nicht sagen, dass es niemals unentdeckt bleibt. Nicht ermittelt oder also? Vielleicht, also ich weiß es bei einem Freund, Vaterfigur. Ganz am Anfang habe ich einen Schweizer kennengelernt. Mhm. Ich würde tippen, der war Ende 40, ne? Ich junge 23. Aha. Und mit dem bin ich über meine Kreise gelaufen. Das war der Einzige, mit dem ich Deutsch sprechen konnte. Ne? Mhm. Ja, Schweizerdeutsch, ich Deutsch. Und der war plötzlich weg. Mhm. Also der hat sich das Leben genommen, der hat sich umgebracht. Beziehungsweise die haben ihn sich umbringen lassen, das muss man so ehrlicherweise sagen. Der hat Telefon organisiert, hat Ärger mit seiner Freundin gehabt, hat dann in der Zelle sich die Pulsadern aufgeschnitten. Die hat dann die ganze Zelle verblutet, das übrigens dann ein Kumpel von mir dann putzen musste, der sich darüber beschwert hat, wie scheiße es ist, Blut wegzuwischen in dieser Menge. Das geht nämlich kaum. Die haben ihn dann runtergesteckt in den Mieter, also in Isolationshaft, und haben ihm den Gürtel gelassen. Das ist natürlich höchst verboten. Und mit dem Gürtel hat es sich dann erhängt. Und da kam dann das italienische Konsulat, weil der hatte auch eine italienische Staatsbürgerschaft. Die haben ermittelt und haben es ganz schnell wieder eingestellt. Und sonst ist dann noch nie irgendwie was zu einer Verurteilung gekommen oder dass die da irgendwas gemacht haben? Also habe ich nichts mitbekommen. Und andere, ja, ich habe andere, also ich habe zum Beispiel, es war ganz kurios, ich hatte einen, es war ein Chef de Bâtiment, also es gibt immer so Häuser, die nennen Bâtiments, und da gibt es so einen Chef davon, also von der Autoritätenseite. Mhm. Und ich wollte ja von Danny weg. Und habe ich zu ihm gesagt, hey, ich muss unbedingt von Danny weg, das geht schief. Wir gehen uns schon nachts fast an die Gurgel und wir sind beide kurz da vorne. Wir stehen wirklich schon so Nase an Nase und ganz kurz davor, dass ich dem jetzt eine zünde. Damals war ich noch zurückhaltend. Ne? Jahre später wäre der weg gewesen. Und dann hat er mit mir einen Deal gemacht. Er hat gesagt, alles klar, ich hole dich aus der Zelle raus. Als Gegenleistung musst du zuerst zu einem Franzosen, der ist suizidgefährdet. Auf den musst du aufpassen. Und jetzt pass auf, dann sagt der zu mir, kein Scherz, sagt der zu mir, und Deutschmann, wenn der sich umbringt, mache ich dich dafür verantwortlich. Entspannt. So ein Arschloch. Und dann war ich bei dem jungen Franzosen, kam da rein und hat es nie vergessen. Also ich meine, du siehst mich ja, wie ich aussehe. Laufe ich da rein und dann kriegt der den Schock seines Lebens. Angst ohne Ende. Zittert vor mir. Vor mir. Und dann habe ich irgendwie versucht, den zu beruhigen, weil er konnte so ganz leicht Englisch. Und jedes Mal, wenn ich in den Hofgang gegangen bin, habe ich Schiss gehabt, dass er sich umbringt. Ich habe immer alle Rasierer weggenommen und so und geguckt und habe immer mit dem Gerhard den ganzen Tag mit ihm irgendwie versucht zu reden, und weil der hatte nur noch 2 Wochen, dann ist er entlassen worden. Und so habe ich mich dann ganze Tag und Nacht um den gekümmert, nachts warum mal aufgewacht. Er sich umbringen dann? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, warum der suizidal war. Auf jeden Fall, der war ultra labil. Das habe ich gemerkt. Und dann der hat sich dann zum Glück nicht umgebracht, ist dann gegangen. Dann wurde ich wieder verlegt und jetzt kommt die krasseste Geschichte. Komme ich zu einem in die Zelle, ne? Richtig, also so ein Blackie, groß, breit. Komm rein, der auch, kriegt total Angst, als ich reinkomme. Denke ich mir wieder so, ey, also der übertreibt jetzt. Ich meine, der Franzose war ein Lauch, ungefähr meine Größe, konnte ich noch verstehen. Dass der Blackie vor mir zittert, habe ich nicht verstehen können. Und dann war ich Riesenarme und echt gefühlte 2 Meter groß. Und jetzt pass auf, was dem passiert ist. Chef wieder zu mir. Deutschmann, wenn der in den Hof geht, dann passt du auf den auf. Wenn dem was passiert, bist du schuld.
Also was auch immer dieser Chef in mir gesehen hat, weiß ich bis heute nicht. Auf jeden Fall war das nicht cool, mit dem hochzugehen, weil ich immer darauf gewartet habe, dass irgendeiner von hinten kommt und dem fertig machen will und ich dann quasi mein Leben einsetzen muss für den. Mhm. Und der hatte eine fette Narbe hier, komplett. Hat man zum Glück kaum gesehen, weil er halt schwarz war. Hat sie mir gezeigt und hat gesagt, der Typ, der es gemacht hat, der ist in den Bunker gegangen. Ja, mhm. Darauf wollte ich hinaus. Also den haben sie geschnappt, den haben sie auch verurteilt. Und der hat ihn versucht umzubringen. Und der ist nur mit dem Messer abgerutscht und hat ihm seine Lippe aufgeschlitzt. Also hier dann auch komplett aufgeschlitzt, anstatt die Kehle. Den haben sie dann direkt an Ort und Stelle quasi erwischt. Und den haben sie in die Mieter gesteckt und der hat auch nochmal ordentlich Jahre bekommen. Das ist ein Fall, von dem ich weiß, da ist es schief gegangen. Mhm. Das war Frankreich. Und hast du dann selber teilgenommen und mitgemacht bei dem Scheiß? In Anführungszeichen. Also ich habe immer versucht, mich da rauszuhalten. Aha. Also halt viel Stärke zeigen und nicht angreifbar sein. Und das war so quasi auch der Beginn von dem, was ich witzigerweise ja heute mache, Menschen das beizubringen. Damals war das eine Überlebensstrategie. Weil ich wusste halt, immer draufschlagen geht irgendwann schief. Irgendwann kommt halt einer, der sagt sich, hey, Deutschmann, mir doch egal. Ich gehe übers Limit, du oder ich. Und ich weiß, ich bin's nicht. Ergo komme ich nie wieder raus. Ja, kam das mal vor, Ziel. Dass jemand dich bedroht hat? Ja, dich? Ja, ja, mit einer Rasierklinge. Wieso? Weil ich ihn geschlagen habe. Warum hast du ihn geschlagen? Das war so ein Chunky. Aha. So ein großer Chunky. 2,5 Meter ungefähr, würde ich sagen. Oder 1,95 Meter, vielleicht auch 2,5 Meter. Auf jeden Fall 160, 165 Kilo schwer. Ein Monster. Der war bei uns in Frankreich auf dem Stock. Und es war halt so, es war halt unser Stock. Und da gelten halt unsere Regeln, Punkt. Mhm. Wem es nicht passt, muss halt gehen, fertig. Es gibt Regeln und an die Regeln muss man sich halten. Sonst gibt es halt heiße Ohrwatschen. Mhm. So war das. Der hat sich an die Regeln gehalten. Ich bin ja ein netter Typ, habe gesagt, pass mal auf, du kannst nachts deinen Fernseher nicht laut machen. Ich will nachts schlafen. Mhm. Und dann hat er gesagt, okay, hat den Fernseher nachts laut gemacht. Bin ich zu ihm hin und gesagt, pass mal auf, ich habe es dir einmal gesagt, jetzt sage ich es dir nochmal. Mach deinen Fernseher nachts leise. Er so, okay, okay. Hat sein Fernseher nicht leise gestellt. Ich hatte den Job als Teleoxy, also ich hatte Zugriff auf alle Fernseher. Ich war für die Fernseher verantwortlich. Also bin ich zum Servion gegangen, zum Wärter, und gesagt, Wärter, mach mal die Zelle auf. Der so, Deutschmann, was willst du machen? So nix, muss den Fernseher checken. Der so, Deutschmann, ich weiß genau, was du machen willst. So nix, bin rein, hab den Fernseher auf Lautstärke limitiert, dass er nicht mehr laut machen kann. Mhm. Der hat es rausgefunden. Keine Ahnung, wie er das geschafft hat, auf jeden Fall. Und dann hat er mich, war ganz clever, weil ich habe auch Essen ausgegeben. Habe ich Essen ausgegeben, dann war die ganze Mannschaft da, das ganze Stockwerk. Und dann hat er sein Essen genommen, ist weggelaufen, ganze Mannschaft war da und im Weglaufen, kurz vor der Zelle, dreht er sich um und macht mich dumm an wegen des Fernsehers. Mhm. Und da habe ich mir gesagt, alles klar, Kollege, du bist fertig. Du kannst mich nicht vor der ganzen Mannschaft, das geht nicht. Mhm. Weil wie stehe ich vor den Leuten da? Ich war ja, also das ist Oberhaupt, geht nicht. Und gesagt, alles klar. Ich sagte, wir reden. Rein, abgeschlossen. Und dann kam eben der Tag, niemand war auf dem Stockwerk. Ich habe den Wärter weggeschickt, bin zum Wärter gegangen, sag, geh mal einen Kaffee holen. Der so, okay, alles klar, ist Kaffee holen gegangen. Und bin ich in die Küche reingegangen und hatte ein Feuerzeug in die Hand genommen. Bin in die Küche rein und nochmal, der Typ, also der ist so groß, ich musste richtig hoch und habe ich ihn gepackt. Der stand gerade am Gitter, hat sich mit einem Kollegen unterhalten, dann bin ich hin, habe ihn gepackt und habe ihm halt auf eine nette Art und Weise erklärt, dass es nicht okay ist, was er gemacht hat. Moral von der Geschichte, das wollte der sich nicht auf sich sitzen lassen. Also hat er sich eine Waffe gebaut. Aber er hat sie nicht geschlagen, sondern du hast halt einen... Ich habe ihn so geschlagen, dass ich bis heute nicht verstehe, wie der nicht umfallen konnte. Also ich habe den bestimmt 20 Mal voll auf die Nudel drauf. Voll. Voll auf die Rübe. Volle Karacho. Und ich kann zuschlagen. Nein, ins Gesicht. Und ich kann zuschlagen. Ich habe mehrfach Kampfsportausbildungen. Ich habe damals schon trainiert, hatte 61 Kilo, war also stark, hatte das Feuerzeug in der Hand. Der hat die volle Dröhnung gekriegt. 4 Kilo mehr als am Anfang? Nein, 81. Ach so, gegenüber 81. Zu 57,5. Ich dachte 61. Ach so, nein, 81. Okay. Und der ist nur nicht umgefallen, weil er in der Ecke stand. Und der ist dann die nächsten Tage immer mit Sonnenbrille rumgelaufen. Wie viele Jahre dazwischen waren das jetzt? Weil ich habe, ich war gerade im Kopf, du bist gekommen, bist am Anfang da, siehst, wie die Fußball spielen mit Köpfen von Leuten, kommst gerade in die Zelle und bist komplett gefickt anderthalb, im Kopf. Anderthalb Jahre später. Und dann bist du jetzt Oberhaupt. Genau, anderthalb Jahre später. Wie also ist das passiert? Ich bin in Paris angekommen, 2006 im Dezember und bin 2007 im Sommer verlegt worden nach Sommiel. Und das war dann dort, das ist 2007. Da ist mir dann erstmal im Sommer die Achillessehne gerissen. Und dann ungefähr ein Jahr später, also 2008, war ich dann
auf dieser Position. Wie kam's? Ich habe mich in Anführungszeichen hochgearbeitet. Die Leute haben halt festgestellt, dass der Deutschmann ist, jemand ist, der ist sehr fair. Ich bin sehr fair, ich bin sehr ehrlich und ich bin auch sehr hart. Mhm. Also ich habe klare Regeln und die Regeln müssen eingehalten werden, fertig. Wofür mich denn respektiert? Genau dafür, was hast du für genau dafür. Getan? Bitte? Wer hat das zugelassen? Da wird ja irgendjemand sein, der das zugelassen hat. Der nicht zugelassen haben, sondern die Leute haben halt ausprobiert. Also im Knast ist immer so, in der Welt, die wir leben, der Mensch will den anderen dominieren. Mhm. Das ist so, das ist halt der Mensch. Und im Knast ist es ja genauso. Noch schlimmer, weil es konzentrierter ist, komprimierter. Und was bei mir gar nicht geht, ist, wenn man Schwache fertig macht. Mhm. Wenn man Menschen, die es sowieso nicht hinkriegen, wenn man denen noch eine gibt, das geht bei mir nicht. Mhm. Und die habe ich dann quasi wie so einen Schutz genommen, so Hollywood, Robin Hood-Art mäßig, mich für die eingesetzt. Und gleichzeitig wussten alle, auch die Großen, der Deutschmann, also ich wusste alles im Knast, wer mit wem Geschäfte macht. Mhm. Und ich hatte immer einen guten Draht zu den Beamten und die haben mich immer gefragt und gesagt, pass auf, ich erzähle euch nichts. Die so, ja, kannst du dann sagen? Ich, nein. Die so, ja, dann hättest du gesagt, ist mir egal, ob ich einen Vorteil habe oder nicht, ich mache es nicht, weil ich habe mit dem kein Problem. Und wenn ich mit dem ein Problem habe, dann gehe ich zu dem hin und face to face, dann regle ich es so mit dem. Mhm. Akzeptiert es einfach. Ich kenne beide Seiten und ich spiele euch nicht gegenseitig aus. Und das habe ich quasi den Autoritäten klar gemacht und auch den ganzen anderen Bossen. Und es gab natürlich viele Situationen, wo ich es quasi dann habe auch, wie sagt man, proof müssen und habe halt immer standgehalten. Habe die halt nicht verpfiffen oder sonstiges. Habe ich nicht gemacht, sondern bin dann hin und gesagt, pass mal auf, so geht es nicht. Warst aber der erste Verdächtige oder was? Ich war nicht der erste Verdächtige, sondern die haben halt immer gedacht, okay, ja, ist der Deutschmeister Snitch oder ist es nicht oder was macht er? Und haben halt gesehen, okay, nein, der hält dicht. Und habe ich einfach halt immer gesagt, es gibt gewisse Regeln und halt die ein. Ja, ich weiß alles und lass mich einfach mit deinem Scheiß in Ruhe. Mir ist egal, wenn du es machst, ich will es nicht sehen, involviere mich nicht in. Und ist okay für mich. Haken dran, gar kein Problem. Soll ich sagen. Und lass die kleinen Jungs auf meinem Stockwerk in Ruhe, zock die nicht ab, sonst kriegst du Ärger mit mir. Und die haben halt gesehen, ich komme halt auch. Also ne, ist egal, wenn so ein Großer kommt, ich bin halt hin und sage, ja, okay. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du schlägst schneller zu als ich oder ich mache dich fertig. Überlegst dir gut, nur ich höre nicht auf. Und die haben halt gesehen, okay, ich laber nicht, sondern ich stehe mein Mann. Und die haben es auch gesehen, ich habe jeden Tag Sport gemacht und wie jemand trainiert, sieht man ja auch den Charakter. Und die haben immer gesehen, ich gehe halt immer bis zum Schmerzlimit und noch eins weiter. Und wollten auch immer andere mit mir mittrainieren und die haben es nie geschafft. Nicht, weil die nicht stark sind, die waren super stark, weil sie halt dieses Schmerzlevel nicht aushalten. Ich habe halt immer bis in den Schmerz rein und eins weiter gemacht. Und da habe ich quasi deren Respekt gewonnen, weil sie gesehen haben, okay, der Deutschmann, ich mache nicht Laber-Laber, sondern das, was ich sage, dazu stehe ich. Und ich bin immer ehrlich und fair, und zwar zu allen. Und so habe ich Respekt an den Leuten bekommen. Also nicht nur, weil ich die Bösen quasi gehauen habe, sondern weil ich durch mein Verhalten, auch die Beamten hatte ich ein Ansehen, weil die wussten, okay, der Deutschmann, der macht keinen Scheiß, ja, er weiß alles, der redet nicht, der ist fair. Wenn ein Problem ist, dann geht er zu dem Typen hin und redet mit dem. Der löst das Problem. Also auch wenn im Stockwerk war, die Beamten mussten nichts irgendwas machen. Ich habe das geregelt für die. Also ich habe teilweise die Leute dann eingesperrt. Dann habe ich gesagt, jetzt ist gut, jetzt hält die Fresse, rapp mit dir, zack, habe die Zelle zugemacht. Und dann war der einen Tag in der Zelle. Also der Richter im Knast. In Anführungszeichen, ja. Ich habe immer gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Der Beamte kommt, der steckt dich im Bunker. Mhm. Oder du hast Probleme mit mir, dann tut es kurz weh, doch dafür läuft es geradeaus und alles ist gut. Was willst du? Willst du hier jemals wieder rauskommen, ja oder nein? Und dann haben sie schon langsam überlegt, so, ja, okay, vielleicht so Unrecht hat der Deutschmann ja nicht. Vielleicht macht es Sinn, ich putze die Küche, wenn ich sie dreckig gemacht habe. Aber hast du ihm nicht implizit eigentlich gedroht, dass du ihn versnitcht dann? Nein. Weil sagst du im Endeffekt, lieber hörst du jetzt auf mich, als dass der es macht? Ja, genau, weil wenn ich es nicht mache, kommt es ja irgendwann raus. Mhm. Und dann macht es der Beamte halt. Weil wenn die Küche immer dreckig ist und der Beamte ist ja nicht blind, ne, der ist ja nicht blöd. Genau. Oder bei irgendwelchen Sachen, oder es laufen immer Leute rein, immer derselbe. Mhm, ne, kommt rein und laufst schräg wieder raus. Okay, verstehe so Kleinigkeiten. Genau. Dann sind die Leute ja nicht blöd. Ne, die sehen das ja. Und dann habe ich gesagt, hey, lass das, mach das nicht hier. Ich habe gesagt, hör auf hier zu dealen. Mhm. Geh raus, geh runter zum Sport. Mach doch, guck mal, da hinten ist die Ecke, mach doch da, da sind keine Kameras. Da sehen dich die auch nicht. Ah, okay, verstehe. Ja, okay, alles klar. Sag ja, und sag deinem Kollegen, das soll nicht mehr herkommen. Der kriegt sonst mit mir so eine Art Berater dann. Du hast sie beraten, wie die dort weiter ihren Scheiß machen. Der Knastcoach. Ja, genau. Genau. Und das haben mir die Leute dann hoch angerechnet, von beiden Seiten. Weil die wussten, okay, ich bin immer fair zu denen und ich bin gerade in der Linie. Also ich hatte zum Beispiel einen Kumpel, Wahid, den mochte keiner.
Wahrheit war definitiv ein Psychopath, der dauernd die Leute geschlagen hat. Wieso war der ein Psychopath? Weil der dauernd die Leute geschlagen hat. Aha. Mit allen möglichen Sachen. Der ist immer in die Mieter gegangen, kam wieder zurück, hat wieder jemand vermöbelt, kam immer zurück. Immer. Und hat immer Waffen gebaut. Er ist immer mit Waffen auf Leute losgegangen. Stöcke, alles. Und dann irgendwann kam er zu mir, was auch so geil, kam er zu mir und sagt so, hey Marco, ich habe jetzt endlich die richtige gute Waffe. Und ich so, ey Wahid, bitte nicht, was hast du diesmal? Und er so, ey, pass auf, ich habe eine Orange. Ich so, eine Orange, dein Ernst? Der so, ja, pass auf, wird besser. Ich so, okay. Ich nehme die Orange, ich so, okay, Wahid. Ich lege sie ins Gefrierfach. Ich so, okay. Dann hole ich sie raus, okay. Dann nehme ich zwei Paar Socken, mach die rein und habe die beste Waffe. Ich so, nicht dein Ernst. Wahid hat es wirklich gemacht und ich glaube, keine Woche später habe ich gehört, weil der war in einem anderen Bau, dass ein Irrer mit einer Orange und zwei Socken hinter einem hergerannt ist. Hat den dann gefickt, oder? Ja, der hat ihn damit geschlagen, ja klar. Oh Gott, also. Ist wieder in die Mieter gegangen. Da sehe ich dich drin, Timmy, mit so einer Socke und so einer eingefroren ist, ich Vincent. Der hat auch dauernd ein blaues Auge, Zahn hat er mal verloren, weil er sich dauernd mit den Leuten geschlagen hat. What the fuck, Alter. Okay, das da kommt aber an Teabag und so eine Sockenstory und so ein Ding. Sorry, gut dran. Was ist so ein... Was ist das Schlimmste, was du selber im Knast gemacht hast? Irgendwas, was du bereust? Was ich bereue? Ja. Es gibt viele Dinge, die ich bereue, die ich nicht gemacht habe. So rum. Was hast du nicht gemacht im Knast, was du bereust? Ich habe mich einmal dagegen entschieden, die Leviten zu lesen, weil ich kurz vor der Entlassung stand. Mhm. Und ich musste abwägen, Risikoabwägung. Lese ich ihm die Leviten? Weil meine ganzen Kollegen sind gegangen, ich war quasi dann allein. Mhm. Und dann wird es gefährlich. Das Umfeld ist ja, die sind ja nicht blöd, die sagen, okay, jetzt ist der Deutschmann alleine, jetzt können wir es vielleicht nochmal versuchen, in Anzug gehen. Und dann wusste ich, okay, entweder ich lese ihm jetzt die Leviten, und dann ist gut, habe ich meine Position verteidigt, riskiere, dass ich selbst in den Bunker komme, und dann komme ich nicht hier raus, dann bleibe ich ein bisschen länger. Oder ich lasse es, wie es ist, lese ihm nicht die Leviten und spekuliere darauf, dass bevor das Problem innen drin zu groß wird, also bevor die anderen versuchen, mich platt zu machen, ich gehe. Was ich nicht wusste, wann ich gehe. Ich wusste nur, dass ich gehe. Also ich hatte das Urteil vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, da habe ich geklagt, habe ich quasi die Bestätigung, dass mein Fall vor Gericht ist. Ich war auch extra bei einem anderen Gericht und die haben natürlich dann weiß angelaufen, so okay, krass, Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte ist schon übel. Und ich wusste, jetzt werde ich wirklich gehen. Also jetzt lassen die mich raus, beziehungsweise überstellen mich nach Deutschland. Ich wusste nur nicht wann. Und da musste ich überlegen, was mache ich. Und da bin ich heute nicht ganz sicher, ob das die richtige Entscheidung war, weil das waren danach schon, also ich habe die Luft um mich herum knistern spüren, wie die ganzen anderen Gangs nur darauf gewartet haben, einen Moment zu erwischen, um mich fertig zu machen. Und hätte ich denen quasi die Leviten gelesen, wäre das nicht passiert. Also dann wäre mein Status gleich geblieben und alles wäre gut gewesen. Und das ist vielleicht so ein Moment, wo ich sage so, ich weiß nicht, ob ich es bereue, auf jeden Fall, da denke ich schon drüber nach, weil das war eine sehr, sehr prekäre Situation. Es war fast schon lebensgefährlich. Was ich getan habe, habe ich getan. Manches musste ich tun, manches drehe ich mir hin, dass ich es habe tun müssen. Es ist okay, es gehört zu den Erfahrungen dazu. Ich habe viele Dinge getan, auf die ich nicht stolz bin. Ich musste es halt machen. Also diesen riesen Junkie da vermöbeln, da hatte ich keine Lust drauf. Das musste ich machen. Ich war gezwungen, es zu tun, sonst hätte ich meinen Status verloren. Das musste ich halt machen. Ich habe auch noch andere Leute aus der Küche rausgetreten, in der Zelle zusammengeschlagen. Das musste ich halt machen, weil es ging halt nicht anders. Diese haben halt Grenzen überschritten. Einmal wurde sogar das Gefängnis wegen mir gesperrt. Mhm. Weil einer halt frech war. Und habe ich gesagt, alles klar, wir treffen uns beim Sport. Und die Leute schon gesagt haben, hey, mach das nicht mit dem Deutschmann. Und dann kam die Geschäftsleitung und meinte so, heute kein Sport. Sag ich, wieso kein Sport? Und die so, ja, Deutschmann, du weißt warum. Ja, weil ich hätte den halt beim Sport auseinandergenommen. Die Geschichte Deutschmann, ging, die größte Nummer im französischen Knast. Nein, überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Also, nein, das klingt vielleicht ein bisschen falsch. Also, ich war nicht die größte Nummer im Knast, überhaupt nicht. Ich war halt einfach nur jemand, der so klingt es ein bisschen. Ich bin so ein bisschen, ich habe so Schwierigkeiten zu folgen ein bisschen. Du musst dir vorstellen, stell dir vor, du bist unter Alpha-Wölfen. Mhm. Was machst du jetzt? Entweder du wirst gefressen oder du wirst halt auch ein Alpha-Wolf. Nur weil du ein Alpha-Wolf bist, heißt es noch lange nicht, dass du alle Alpha-Wölfe diktierst. Du bist dann einer von der Gruppe. Und genau so war das bei mir auch. Also ich war nicht dann der alle diktiert hat, nein, sondern ich war einer von denen und die haben mich dann respektiert. Ne? Die Zigeuner haben mich respektiert, die Russen haben mich respektiert, die Italiener haben mich respektiert, die Rumänen haben mich respektiert. Ich war dann einer von ihnen. So ist es zu verstehen.
Also ich war nicht, ich würde mal deren Sicht auch interessieren, wie und was die sagen würden. Das ist eine gute Frage, ja. Das wäre sehr interessant zu hören. Ja. Was würden die sagen? Die würden das sagen, dass ich korrekt bin und dass ich fair bin und ehrlich. Das würden die sagen. Weil das war ich immer. Das war mein Markenzeichen. Die wussten immer, egal was passiert ist, mit mir kann man drüber reden. Mhm. So war es auch der Typ, ne? wegen dem das Gefängnis dann gesperrt wurde. Mhm. Also wir durften alle nicht raus. Der kam dann am nächsten Tag zu mir, hat sich entschuldigt. Und dann nehme ich die Hand an. Und dann ist für mich ein Haken dran. Mhm. Und das war halt eben meine Stärke. Das wussten die Leute. Mhm. Die wussten, dass wenn sie Scheiße gebaut haben, sie zu mir kommen, face to face, drüber reden, Haken dran. Das wussten die. Und diesen Ruf hatte ich halt im Knast. Mhm. Verstehe. Ne? Dass ich einfach korrekt zu den Leuten war. Ich war korrekt zu denen. Ich habe den nicht hochgenommen, gar nichts. Ich war korrekt. Und die ich halt habe härter anfassen müssen, da ging es nicht anders. Ich habe es wirklich versucht, es ging halt nicht. Ich meine, was soll ich machen, wenn ich es ihm dreimal sage und er kapiert es immer noch nicht? Ist dir da mal was Schlimmes passiert? Wie meinst du mir? Dass irgendjemand mit dir was gemacht hat? Also mich versucht umzubringen? Versucht umzubringen, dich zu schlagen oder dich geschlagen hat, irgendwas erfolgreich auch geschafft hat? Nein, erfolgreich geschafft hat es keiner. Nein, versucht ja. Also was? Ja, also Wahi zum Beispiel. Genau, das war so einer. Der wollte sich mit mir aber schlagen. Aber noch nie erfolgreich irgendjemand geschafft? Nein. Nein. Obwohl du eigentlich ja auch die eine oder andere Situation hattest, wo du halt richtig selber gewalttätig werden musstest. Genau, ja. Also mich schlagen ja, am Ende habe ich immer gewonnen dann. Mhm. Das war so, ja. Mhm. Okay, und dann warst du 7 Jahre. Genau. Wobei 7 Jahre ist voll übertrieben. Mhm. 6 Jahre, 8 Monate, ein paar Tage. Sind in meiner Welt fast 7. Sind fast 7. Also ich wurde in Frankreich zu 4 Jahren verurteilt und in Deutschland nochmal zu 6,5 Jahren. Mhm. Also 10,5, wenn man so möchte, und 7 davon. Wieso? Wieso nochmal 6,5? Weil Deutschland, ich bin 4-mal geflogen, mhm. Frankreich hat mich für einen Fall verurteilt. Das war der Fehler, deswegen bin ich vor den Europäischen Gerichtshof gezogen. Weil die dich dann 4-mal verurteilt haben? Genau, die haben mich für einen Fall verurteilt, haben mir 4 Jahre gegeben. Das hat mir in Paris den Status von einem Boss gegeben, weil es gab im Gefängnis nur einen, der mehr hatte. Mhm. Das war ein Kolumbianer, der hatte 8 Jahre und den haben sie mit 800 Kilo erwischt. Mhm. Chillig. Genau, deswegen glaubten alle, ich sei ein Boss, weil keiner hatte 4. Alle haben 1, 2, einer hatte 36 Monate, der hat auch einen Richter beleidigt. Und deswegen, das fängt war gut. Fängt man dann an zu lügen und sagt, ja, Bro, ich hatte 400, damit man im Knast besser zurechtkommt? Nee, ich habe das tatsächlich, ich bin ein ehrlicher Typ. Du hast gesagt, ich habe 4 und die haben mir zu viel gegeben. Genau, ich habe gesagt, nee, ich habe... Hätte ja auch eine Story draus machen. Genau, richtig. Nein, ich bin bei der Wahrheit geblieben. Und es hat es noch schlimmer gemacht. Ich so, ja, ist klar. Mhm. Ich so, ist wahr. Und ich so, nein, niemals. Du aber, du bist ein großer Boss. Ich so, ich bin ich nicht. Nur Kofferkuli. Mhm. Okay. Also ich habe nichts dann, keine... Ich habe die Geschichte nicht verdreht oder so. Nein, habe ich nicht gemacht. Das habe ich nie gemacht. Der Typ bin ich nicht. Und dann bist du rausgekommen? Dann bin ich rausgekommen, nach 7 Jahren, ja. Was für ein Gefühl? Ich habe mich verarscht gefühlt. Wie alt warst du, als du rausgekommen bist? 30. Boah. Handys sind viel besser geworden. Ja. Was war das für ein Gefühl? Ohne Handys die ganze Zeit im Knast, jetzt auf einmal draußen. Schlecht. Kannst du Handys schlimm. Benutzen. Also ich habe ein paar PC-Zeitschriften immer gelesen, das war gut. Mhm. Also ich wusste zumindest theoretisch, was es gibt. Ich hatte es praktisch halt nicht erfahren. Mhm. Das war krass. Es gibt ein Bild, wenn ich es irgendwann mal finde, da stehe ich im Vorlesungssaal. Und dann bin ich über einem Tablet. Und dann mache ich halt auf dem Tablet so. Und da siehst du so den ganzen Vorlesungssaal, wie die aufstehen und so runtergucken. Nach dem Motto, was macht denn der Neandertaler da? Hat der noch nie ein Tablet gesehen? Und das war auch so, das war das erste Mal im Leben, dass ich ein Tablet gesehen habe. Und alles, die wussten es nicht so. Hast du noch nie ein Tablet gesehen? Ich so, nein, das gibt's doch nicht, erzähl doch keinen Scheiß. Ich so, nein, wirklich nicht. Ach was, glaube ich dir nicht. Und dann halt später habe ich die Geschichte erzählt. Was ist das für ein Gefühl, wenn man so aus dem Knast rauskommt und dann so mit der ganzen Welt wieder auf Stand kommen muss? Ich habe mich verarscht gefühlt. Ich habe mich verarscht gefühlt. Für mich war es, als wäre eine Pausetaste gedrückt worden. Darum sage ich auch heute, ich bin nicht 37, sondern ich bin quasi 30 plus 7. Ja, verstehe. Weil diese 7 Jahre war eine andere Zeit. Aber andererseits hast du ja jetzt durch diese 30, durch diese 7 Jahre ja sehr viel Erfahrung gesammelt mit den Insassen, mit den Wärtern und versucht auch mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen, die sich nach Aggression organisieren. Absolut. Die zu verstehen, richtig, die auch so ein bisschen zu lenken zu deinen Gunsten. Sehr, das war eine Überlebensstrategie, weil ich halt eben schnell gemerkt habe, draufschlagen ist nicht die Lösung. Das ist nicht die Lösung. Für andere mag das ein tolles Mittel sein. Für mich war klar, nein, warum? Was ist mein Ziel? Mein Ziel ist, da wieder rauszukommen. Mhm. Das ist mein Ziel. Und das war die falsche Technik dafür.
Also musste ich ein neues System erfinden, um Menschen schnell zu lesen, schnell zu verstehen, um schnell einschätzen zu können, um schnell reagieren zu können, damit eben keine Deeskalation notwendig ist, weil es nicht eskaliert ist, sondern ich hake schon vorher ein. Und das habe ich dann halt über die Jahre da quasi perfektioniert, so dass es zu den Auseinandersetzungen immer weniger wurde, die brenzlichen Situationen auch immer weniger wurden. Also ich habe zum Beispiel in meiner deutschen Zeit, 4,5 Jahre, hatte ich nur 2 kleine Auseinandersetzungen, wirklich kleine. Und die waren am Anfang. Die waren, da war ich noch sehr Frankreich geprägt. Und danach gar nichts mehr. Verstehe. Und dann hast du eine Methode entwickelt, die du heute auch benutzt, beziehungsweise die du coachst, die du Führungspersönlichkeiten vor allem im Beamtenbereich beibringst und zeigst. Was sind denn da so die größten Lehren und die Prinzipien dieser, du nennst das Emotionologie? Ich habe es dir vorhin gesagt, für mich, okay, ich höre das erste Mal, es hört sich für mich nach Humbug an, aber da ist jemand, der hat sehr viel Erfahrung und jetzt bin ich mal gespannt auf die Methode, wie funktioniert das, was damit der Zuschauer vielleicht weiß, was kann er sich darunter vorstellen und was können wir lernen daraus? Also, ich habe mich auf Emotionen spezialisiert, darum nenne ich mich auch Emotionologe. Das ist ein Beruf, den ich quasi geschaffen habe. Fokus liegt auf den 8 Grundemotionen, die wir haben. Davon nehme ich 6. Dann sprechen wir über das Hexagon der Emotionen. Warum 6? Weil Ekel und Überraschung als Emotionen sind in unserer Gesellschaft kaum vorhanden. Die sind nicht so wichtig. Die anderen 6 sind viel wichtiger. Dabei ist eine dabei, da könnte man sich drüber streiten. Liebe, ist das eine Emotion oder keine? Auf jeden Fall, die nehme ich dann. Also diese 6 Grundemotionen nehme ich. Also man geht davon aus in dem Modell, dass es 6 Emotionen gibt? Genau, die gibt es. Also das ist safe. Die Grundemotionen, die sind safe. Das ist auch, wie sagt man, also das ist wissenschaftlich fundiert. Das ist tatsächlich so. Also 8. 8 Emotionen und keine weitere? Nein, 8 Grundemotionen. Oh, da könnten wir uns sehr lange darüber streiten. Genau, weil Moment, du meinst wahrscheinlich Gefühle. Ich lass dich weiterreden, ich will nicht diskutieren. Ich bin da sehr... Also die Emotionen und es geht darum, emotionale Zustände zu erkennen. Wenn man emotionale Zustände erkennt, funktionieren nämlich auch die Persönlichkeitstests nicht mehr. Darum bin ich so ein großer Kritiker davon. Heißt nicht, dass die schlecht sind, überhaupt nicht. Die haben ihre Daseinsberechtigung, weil die ja helfen, das Gegenüber besser einzuschätzen. Man muss halt wissen, dass wenn man diese Persönlichkeitstests macht, ne, der berühmteste, der Myers-Briggs-Test oder von Carl Gustav Jung, der nicht von Carl Gustav Jung ist, das mit den 4 Typen, Typmodell oder Diskmodell, diese Typen, Typologien funktionieren halt immer nur so lange, ein Mensch emotional stabil ist und in der Mitte ausgeglichen. Wenn ein Mensch irgendwo eine Emotion gerade zu Hause ist, dann ist der Test anders. Und genau das ist das Problem an diesen Tests. Und das habe ich schon immer gesagt, da fehlt doch was. Das heißt, du sagst, okay, du möchtest etwas, das die Situation abbildet. Richtig. Die Emotionen in der Situation immer, intervenieren können. Genau, wir Menschen sind immer situativ abhängig. Also wir können nicht sagen, der Mensch rennt immer in diese Emotion rum. Würde er das tun, würde er total... Lass mal die ganze sein. Kritik weg. Ich hätte jetzt viele Dinge, die ich kritisiere, die ich ganz anders sehe und auch nicht so auch da ein wenig meine gebildet zu sein. Aber für den Zuschauer jetzt, der das auch von mir anders hört, ich glaube, das ist jetzt uninteressant, wenn wir uns jetzt über Kleinigkeiten in der Psychologie streiten, über die man sich auch streiten darf und sollte. Weil es ein sehr kompliziertes Feld ist und hier auch bei der einen Sache vielleicht mehr Einigkeit herrscht als bei der anderen, aber ich denke, es ist sehr viel interessanter zu gucken, was für ein System du selbst entwickelt hast, mit dem du und deine Einschätzungen wie, und deine Perspektive, die du dadurch erlangt hast. Wir nehmen eine X- und Y-Achse. Und in diese X- und Y-Achse bauen wir jetzt 2 Thresholds ein. In diese Thresholds einmal der Upper Limit und Lower Limit. Da dazwischen bewegen sich die Menschen. Witzigerweise sieht es aus wie eine Sinuskurve. Sinus beschreibt das ganze Leben. Hört man im Krankenhaus, bip, bip, das ist das Sinus. Zum Glück gibt es den. Und wenn wir dazwischen sind, je nach Emotion, welche wir haben, ist mal mehr, mal weniger, ist völlig okay. Wenn die Emotion völlig oben abschweift und dann in einer Emotion festhängt, wie zum Beispiel Aggression, dann passieren komische Sachen. Die Person ist unkontrolliert und in den allermeisten Fällen bereut sie es dann danach, was sie getan hat. Wenn die Emotion unter den Lower Threshold geht, dann wird die Person wie zum Stein. Sie nimmt quasi gar nichts mehr wahr und man denkt sich, was bist du für ein Mensch, bist doch ein Stein. Ein Stein hat mehr Emotionen. Quasi ein zu hohes Erregungsniveau, unkontrollierte Handlung, zu niedriges Erregungsniveau, gar keine Handlung, keine Energie, genau, keine nichts, Handlung. Genau, gar nichts. Okay, apathisch könnte man fast schon sagen. Und das Ziel ist, dazwischen zu bleiben. Jetzt ist halt so, man muss wissen, man muss sich selbst verstehen, wann geht das hier nach oben, um einhaken zu können. Und wenn man dann einhakt, kann man sich selbst steuern und kontrollieren. Und dafür habe ich quasi Techniken entwickelt,
wie man das machen kann. Als allererstes fängst du an mit dem Bewusstsein, oh, okay, da gibt es Emotionen. Mhm. Was sind denn das für Emotionen? Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist zu akzeptieren, dass das so ist und es nicht in Frage zu stellen, zu sagen, nee, vielleicht ist es anders, sondern einfach, okay, es ist so, es ist wie, ich habe zwei Beine. Das hat nichts mit gut und schlecht zu tun. Mhm. Also häufig höre ich, es gibt positive Emotionen und negative. Nein, das stimmt gar nicht. Also in der Emotionsforschung spricht man nicht von positiv und negativ, sondern man spricht nur von Emotionen. Das ist Energie, die Frage ist, wie manifestiert sie sich? Aggression, wenn du Gewichte hebst, dann kannst du Aggression dazu nutzen, dieses Gewicht hochzuheben. Mhm. Ist nicht negativ. Du kannst auch dieselbe Energie und Aggression nutzen. Ist ja lustig, dass es ein positives Emotion definiert, weil du dadurch handelst. Genau. Also die haben ja negativ und positiv in quasi, was ist eine vermeidende Emotion und was ist eine aktivierende Emotion. Aber das genau, ist immer eine genau, Modellfrage. Das kommt danach. Das Passivierende, das Aktivierende ist nicht positiv und negativ. Mhm. Weil positiv und negativ wäre ja wertend. Also nein, die meinen mit positiv und negativ ja keine Wertung, sondern also du kannst das wertend meinen, aber du kannst auch aktivierend oder hemmend zum Beispiel oder vermeidend meinen. Ja, genau. Dann ist die Definition besser. Die Frage, wie du die Begriffe definierst. Genau. Also es muss nicht immer... Richtig. Also diese Wertung. Die Aggression ist eine aktivierende, die Trauer zum Beispiel eine passivierende. Mhm. Die Menschen werden dann einfach werden ruhiger, gesetzter etc. Das sind passivierende. Mhm. Und es geht darum, damit gut umzugehen. Weil wenn man es nicht kann, dann macht man so wie Roger Federer, auf dem Platz völlig ausrasten. Mhm. Wenn man es lernt, ist man heute everybody's darling. Oder wie Mike Tyson, beißt Evander Holyfields Ohr ab. Es gibt viele Sachen. Beim MMA etc. Wer halt die Kontrolle über sich verliert, verliert unterm Strich. Genau, weil die Leute unkontrolliert sind. Das ist der Trick, es sind immer die Emotionen. Weil egal bei welchem Sport, behaupte ich, die ersten 10 sind gleichwertig. Mhm. Die ersten 10 Spitzensportlerinnen und Spitzensportler sind gleichwertig. Die haben so Nuancen, die sind also gleichwertig. Physisch sind die, ja, genau, die haben dasselbe Talent, genau. Die trainieren ja, richtig, genauso viel. Genau. Aber in der Emotion, meinst du, unterscheidet sich genau. Das in der Kontrolle über die Emotionen. Richtig, wie sie damit umgehen. Mhm. Gerade in Stress, in Druck, manifestieren sich Emotionen ja unterschiedlich. Mhm. Stell dir vor, du bist im Wettkampf und dann kommt plötzlich Angst hoch. Mhm. Ist ja okay, wenn es hochkommt. Die Frage ist, wie hoch kommt es? Mhm. Und wenn es halt irgendwann einen gewissen Level überschreitet, wird man handlungsunfähig und kann dann nicht die Leistung abrufen, die man abrufen könnte. Mhm. Was sind so die drei Dinge, die du den Beamten bzw. Kunden dann meistens beibringst? Was ist so das, was die Menschen meistens brauchen im Lernen von dem Ganzen? Die Selbstreflexion. Mhm. Die Selbstreflexion nach innen, also gerade bei Führung immer wieder. Man muss halt zuerst mal sich selbst führen können, bevor man andere führt. Das ist nicht böse gemeint. Man kann doch niemand anderem Schreiben beibringen, wenn man es auch nicht kann. Klar. Also erstmal muss man sich selbst ein Vorbild sein. Erstmal muss man sich selbst verstehen und dann kann man den Blick auf andere werfen. Und wenn man dann den Blick auf andere werft und die Emotion, also den emotionalen Zustand einer Person ausfindig macht, kann man mit der anders umgehen. Wenn man jetzt als Führungskraft kommt, jetzt eine Mitarbeiterin rein und man sieht, die ist emotional in Trauer und man ist jetzt selbst ein sehr energetischer Typ, dann komme ich doch nicht mit einer hohen Aggression, ohne es böse zu meinen, einer hohen Aggression auf die. Das ist völlig fehl am Platz, weil damit drücke ich die ja noch mehr runter. Nein, sondern zügel meine, alles klar, ich bin jetzt in der Aggression, ich mache jetzt ein bisschen langsamer, die ist in der Trauer, vielleicht gehe ich auch ein bisschen in die Trauer. Und pöff, gleiche ich mich der Person ja schon an. Halt bewusst. Und das ist vergleichbar mit, wenn wir beide unterschiedliche Sprachen sprechen würden, und du würdest jetzt Mandarin sprechen und ich möchte mich dir anpassen, dann spreche ich doch Mandarin. Genau das ist auch mit emotionalen Zuständen. Der einzige Unterschied ist, die meisten Menschen sind sich gar nicht bewusst, in welchem emotionalen Zustand sie selbst gerade unterwegs sind. Und dieses Bewusstsein rufe ich den Leuten vor. Zu verstehen, in welchem emotionalen Zustand bin ich gerade. Und wenn ich weiß, in welchem Zustand bin ich, erkenne ich mein Gegenüber, in welchem Zustand ist der. Und dann schwinge ich mich drauf ein. Und dann habe ich eine bessere Connection zu dem und kann die Person dann quasi mitziehen, weil es bewusst ist. Ich rufe es nur ins Bewusstsein. Das ist der ganze Trick. Also das Schöne daran ist, ich mache nichts, was die Leute nicht kennen. Ich rufe es einfach nur ins Bewusstsein und gebe den Methoden an die Hand, gut damit umzugehen. Wir machen lustige Übungen, wie zum Beispiel der positive Fokus. Eine einfache Übung. Man macht Wörter, Word Clouds, mit positiven Adjektiven. Macht es 20 Minuten lang. Sucht nur positive Adjektive. Man darf auch neue Wörter erfinden. Dann dreht man das Blatt rum und dann schreibt man 7 positive Sachen über sich selbst auf. Danach kommt die Frage, hat die Übung jetzt die Übung beeinflusst, ja oder nein? 90% sagen ja, 10% sagen natürlich nein. Und alle wissen, ja klar. Warum? Weil der Fokus anders gelenkt wurde. Und so ist auch mit Emotionen. Wenn man in sich reinschaut und versteht, wie bin ich gerade emotional unterwegs, dann versteht man auch plötzlich, warum manche auf einen so komisch reagieren.
So Forsch zum Beispiel. Ja klar, wenn ich in den Raum reingehe und bin energetisch in Aggression unterwegs und da sind es ein paar, die sind sehr, sehr einfühlsam und die nehmen jetzt meine Aggression wahr, wie sollen sie denn reagieren? Ja klar kommt die Energie zurück, weil sonst fühlen sie sich ja unterdrückt. Nee, das finde ich etwas Schönes, also reflektiv und situativ seine Umgebung wahrzunehmen und sich auch von der Körpersprache, von der Emotion anzupassen und letzten Endes zu sagen, gut, deine Emotionen, manchmal macht es Sinn, seine Emotionen in den Griff zu bekommen, manchmal ist es vielleicht auch schön, sie freien Lauf lassen zu können, ist seine Aufmerksamkeit zu steuern. Achtung, steuern, kontrollieren heißt nicht, dass man sie zurückhält, überhaupt nicht, sondern es ist viel mehr, dass man... Das ist eine Achtsamkeitsfrage. Ja, das ist wie mit dem Herd. Das ist wie, wenn man Essen kocht. Mhm. Natürlich kann man auch volle Flamme stellen und dann kochen. Wird halt das Essen immer kaputt sein, wird immer verbrennen. Und so ist auch mit Emotionen. Zu wissen, wann braucht es welche Temperatur. Genau das meine ich mit Steuern kontrollieren. Also es ist nicht zurückhalten. Es ist nicht, genau das Gegenteil. Von roboterhaft, das meine ich auch. Genau, es ist genau das Gegenteil. Freien Lauf lassen, kontrollierten freien Lauf lassen. Das ist der Trick. Nee, das finde ich auch angenehm. Da haben wir vorhin kurz drüber gesprochen. Das finde ich auch tatsächlich... Da steckt auch viel Wahrheit drin, ja. Da steckt sehr viel Wahrheit drin. Eigentlich hätte ich jetzt am liebsten irgendeine Situation. So, jetzt bin ich hier gegenüber. So, wie nimmst du mich wahr? Wie würdest du dem begegnen? Was siehst du aus deiner Sicht? Wenn ich jetzt dein Prison Inmate wäre, wie wäre ich zu beeinflussen? Willst du wirklich, dass ich dich beschreibe vor der Kamera? Ist doch gar kein Problem. Okay. Also. Du bist jemand, du hast ein hohes energetisches Level. Du bist auch jemand, der das energetische Level, wenn ich jetzt Druck auf dich ausübe, übst du Gegendruck aus. Der Typ bist du. Was ich dir sofort schon sehe, ist, das wirst du nicht lange mitmachen, das Spiel. Welches? Diesen Druck, Gegendruck. Du wirst ziemlich schnell den Druck aufhören und fragst dich dann, sagen, okay, jetzt will ich nicht mehr kämpfen, ich habe keinen Bock drauf. Das ist dir nämlich zu viel. Das macht dir keinen Spaß mehr dann, wenn du es überhand nimmst. Also, ja, du kämpfst gerne, wenn du weißt, dass du gewinnst. Wenn du weißt, dass du verlieren kannst, hast du keinen Bock mehr drauf. Und das ist zum Beispiel jetzt, wenn wir jetzt meine Energie nehmen, genau anders. Ich sage halt, alles klar, für mich ist der Verlust, die Niederlage, ist die Erfahrung, beim nächsten Kampf zu gewinnen. Und dieses energetische Level merke ich. Das heißt, du bist sehr viel in der Aggression unterwegs, grundsätzlich. Dein Level ist in der Aggression unterwegs. Das ist die Energie, in der du dich wohlfühlst. Jetzt könnte man natürlich hinterfragen, aus welchen Gründen ist es, dass du so viel in der Aggression bist. Weil wir haben auch Freude, wir haben auch Liebe. In denen bist du nicht so sehr unterwegs. Auch in der Wortwahl, die du wählst, unterstreichst du damit immer diese Härte. Du willst diese Härte sein, du willst diese Härte ausstrahlen. Das heißt, um dich zu erreichen, muss ich auch hart sein. Wenn ich weich zu dir bin, das mache ich dreimal, dann hast du keinen Bock mehr. Dann stehst du auf und gehst und hast irgendwas anderes zu tun. Weiß ich nicht. Ich finde, bei mir ist die Sache wichtiger als die Art. Das ist ja von der Sache. Das ist ja genau das. Wenn es die Sache geht... Und es macht trotzdem in diesem, es geht um die Sache und ich mache das jetzt auch so wischiwaschi, larifari nach diesem Modell und würde so, ach ja, und ganz viel Liebe rein. Das wäre Nick, da wärst du nicht überzeugt von deiner eigenen Sache, so, dann nimmt man das ja auch nicht für voll. Ja, nicht nur das, sondern das wäre für dich nicht die richtige Energie. Dich brauche ich nicht in Ferrari reinsetzen und sagen, fahr mal langsam. Das ist völliger Quatsch. Dich muss in Ferrari reinsetzen und sagen, pass mal auf, es gibt auch noch eine Bremse. So, das ist der Typ. Warum? Weil du in Aggression unterwegs bist. Das heißt, alles, was wir machen, muss hochenergetisch sein. Das muss immer mit Power sein. Das ist halt Aggression. Das ist halt nicht Liebe und Freude. Das ist halt nicht so, dass wir irgendwas machen, dann umarmen wir uns und viel High Five. Das ist eher weniger. Es ist mehr wirklich so, komm, jetzt lass mal packen, jetzt mach mal was. Das ist Aggression. Aber ist das was Schlechtes? Nein, überhaupt nicht. Genau darauf will ich ja hinaus. Und kann hohe Energie nicht auch Freude sein? Kann Freude sein, also... Die hohe Energie schwankt ja immer. Du bist ja nicht nonstop in Aggression. Du bist halt überwiegend in Aggression. Woran merkst du das? Die Angespanntheit. Aggression kommt mit einer körperlichen Angespanntheit. Kann das nicht auch von Nervosität oder Angst kommen? Das kann von Angst kommen. Wenn das in Angst wäre, würde es sich anders manifestieren. Also das Lustige an Emotionen ist, Emotionen können sich überlagern. Wir kennen das zum Beispiel von Menschen, die sind sehr aggressiv und auf einmal, pöff, fließen die Tränen. Und wir fragen uns, hey, was jetzt mit dem Typen passiert? Genau. Die Aggression war hoch, die Angst war dahinter. Dann irgendwann ist die Aggression einen kurzen Moment zurückgegangen. Hallo, hier ist halt praktisch die Angst oder die Trauer. Und dann pöff, kommt die raus. Und dann manifestiert die sich dann halt so. Bei Hunden sieht man das super. Ne? Gerade an so kleinen Dingern. Ne? Aggression. Und dann kommt ein großer Hund oder irgendwas passiert und die kriegen wirklich Angst. Dann kommt die Angst durch, dann hören sie auf.
Genau, weil die Angst halt schon da ist, die Aggression ist drüber gelagert. Also Emotionen können sich überlagern. Und das ist das Spannende, was es so spannend macht, mit Menschen zu arbeiten, wenn man versteht, dass da noch eine andere Emotion im Spiel sein kann. So, ne, ich nehme jetzt als erstes die Aggression wahr. Natürlich kann dahinter noch eine andere sein. Mhm. Wie würdest du, was für Fragen würdest du stellen, beziehungsweise wie würdest du das jetzt weiter beobachten? Ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel. Also wie gesagt, gerne frei Schnauze auch bei mir, weil ich glaube, das ist für den Zuschauer interessant. Mhm. Und du hast hier auch direkt zwei Leute, bei denen du dann in den Augen vielleicht siehst, wenn du irgendwo richtig liegst. Und ich finde es dann halt interessant, indem ich sehe, okay, jetzt haben wir einen Stresstest für die Methode, weil ich meine schon ganz okay zu wissen, wer ich bin. Ja. Und ich habe da auch einen ganz gesunden Umgang. Nee, es geht nicht darum zu wissen, wer man ist, sondern es geht darum zu verstehen, wie man ist. Mhm. Nicht wer, sondern wie. Mhm. Das stellt dir eine Situation. Folgende Frage. Wenn du auf der Autobahn mit einem schnellen Auto fährst, was ist ein schnelles Auto? Was ein schnelles Auto ist? Mhm. Es gibt viele. Oder in meinem Kopf jetzt? In deinem Kopf. In meinem Kopf ist ein Porsche ein schnelles Auto. Okay, du fährst mit einem Porsche auf der Autobahn. Wie schnell fährst du gerade? Ich fahre nicht schnell. Und nimm irgendeine Zahl. So schnell, wie du gerade fährst. Wie schnell fährst du? In der Regel, wenn ich 120 darf, fahre ich 139. Okay, unbegrenzt. Wie schnell fährst du dann? 180. Leere Autobahn. 180. Okay, leere Autobahn, 180. Und auf einmal zieht einer raus und zwingt dich zur Vollbremsung, Notbremsung. Mhm. Passiert irgendwas in dir? Das nervt mich halt. Das ist gefährlich. Nervt dich halt, einfach nur nervt dich halt Haken dran? Oder ist es schon so, dass du sagst, oh, okay, jetzt werde ich aggressiv, jetzt... Ach, okay, hupe ich vielleicht ein bisschen, Lichthupe, vielleicht fahre ich ein bisschen weiter auf. Nee, das mache ich nicht. Okay, weil das war nämlich ein gutes Beispiel für Aggression. Mhm. Wenn das passiert im Straßenverkehr, kann man sich nämlich sofort bremsen, selbst wenn das passiert mit der Aggression. Ich hatte mir bis Freitag jemand hinten reingefahren. Ja, hast du erzählt. Ne? So, puff. Genau. Ja. Bin einfach weitergefahren. Kein Scheiß. Ich habe keinen Bock, mich mit denen zu streiten. Ich weiß, wohin das führt. Wer ist schuld, bla bla, du bist schuld, ich bin schuld, bla bla. Wer soll das jetzt zahlen? Dies, das, bla bla. Scheiß drauf, fahr einfach weiter. Ja. Konflikt vermeiden, das, was ich vorhin gesagt habe. Unnötige Konflikte. Gibt doch Konflikte, die sind es wert, eingegangen zu werden. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie groß der Schaden ist. Das ist kein Schaden. Minischaden. Ich wusste es zu dem Zeitpunkt. Wäre mir auch scheißegal gewesen, sage ich dir auch ganz offen. Gott sei Dank wäre es mir scheißegal gewesen. Hauptsache, ich bin gesund und was hätte ich denn da jetzt für eine Diskussion geführt? Das ist das Wichtigste. In der Geschichte. Jetzt würdest du voll ausrasten oder jemand rastet voll aus. Mhm. Ne, auf die Hupe drauf, will vielleicht rechts vorbeifahren, ne, macht komische Sachen. Das passiert, wenn die Aggression hochgeht und über diesen Threshold kommt. Mhm. Dann machen die ganz komische Sachen, die Menschen. Und bevor das passiert, man merkt ja, das Herz rast, der Adrenalinpegel geht hoch, ne, der kriegt einen dicken Hals. Und jetzt kommt es, dann kann man sich als allererstes sofort, solange kognitives Gehirn noch funktioniert, sich die Frage stellen, ja, macht die Person das denn mit Absicht? Mhm. Als allererstes, macht die Person das mit Absicht? Also kann man wirklich mit Sicherheit sagen, macht es die Person mit Absicht? Ja oder nein? Ich denke schon, dass Leute sehr viel mit Absicht machen. Auch wenn sie es meinen, nicht mit Absicht zu machen. Wenn du es nicht weißt, wie tendierst du? Ich tendiere immer zu 50% Absicht. 50% Absicht. Also hast du 50% ja, 50% nein. Genau. Okay, dann gehst du einen Schritt weiter und sagst... Außer ich habe einen vernünftigen Grund, mehr zu tippen oder weniger. Zweite Frage, legitim. Zweite Frage, kannst du dir mit absoluter Sicherheit sagen, die Person macht es mit Absicht? Wenn ich sagen kann, dass sie es mit Absicht macht. Nein, zuerst stellst du die Frage, macht sie es mit Absicht? Du sagst 50-50. Jetzt kommt die zweite Frage. Kannst du mit 100%iger Wahrscheinlichkeit sagen, mit Richtigkeit, dass sie es mit Absicht macht? Nein. Okay. Ist dir so etwas vielleicht auch schon mal passiert? Dass ich Leute unfair verdächtigt habe? Dass du jemanden die Vorfahrt genommen hast, ohne es gemerkt zu haben? Klar. Ausgebremst zum Beispiel? Klar. Und wenn es dir jetzt auch schon mal passiert ist, kannst du da vielleicht einen Haken dran machen? Klar. Und allein dieses, darüber nachzudenken, führt schon dazu, dass es die Energie ein bisschen runtergeht. Man ist danach dann nicht, Wusa kam, alles cool. Nein, das ist es nicht. Die Übung dient nur dazu, nicht auszurasten. Die Energie im Zaum zu halten. Man ist immer noch sauer, alles cool. Was es dazu geführt hat, ist eben nicht die Kontrolle verlieren und dann dieses knallharte Hupen drauffahren rechts vorbei, sondern einfach schnell noch denken, das ist halt der Trick. Man muss es halt schaffen, bevor man da drüber kommt. Das ist zum Beispiel eine Übung. Also, okay, verstehe. Nicht die Emotion werden, sondern
kurz darüber nachdenken. Genau. Dem Ganzen dann Fahrt rausnehmen und dadurch, dass du darüber nachdenkst, richtig, hast du dir schon genug Zeit verschafft. Ebola. Bevor du reaktiv aus dem Affekt heraus eine dumme Sache machst. Richtig, genau, genau. Mhm. Selbe kann man mit Angst machen. Es passiert eine Situation, die Leute erfahren Angst, es brennt irgendwo irgendwas und die Leute rasten dann aus. Oh mein Gott, es brennt, oh, es brennt. Wann ist das letzte Mal, dass du aus dem Affekt gehandelt hast? Was Dummes gemacht hast? Aus dem Affekt handeln? Irgendwas, wo du halt ausgerastet bist. Ich raste nicht aus. Gar nicht? Nein, wieso sollte ich ausrasten? Nein. Bist gar nicht ausgerastet? Also ich bin früher ausgerastet, schon wahrscheinlich viele, viele Jahre nicht mehr, nein. Nein, das war ja genau mein Ziel, mich immer zu steuern und zu kontrollieren, damit das eben nicht passiert. Mhm. Also heißt, wenn ich etwas mache, dann ist es ganz bewusst. Was es jetzt weniger gut oder schlecht macht, so einfach, ich mache es dann halt bewusst. Es ist nicht, dass ich dann keine Kontrolle darunter habe. Das nicht, nee, das gibt's nicht mehr. Also auch Thema Angst oder etc. Ich bin jemand, ich suche immer Situationen, in denen ich ganz viel Angst erfahre, um daran zu wachsen. Zum Beispiel, ich gehe auf Klettersteige, für die ich total ungeeignet bin. Und ich weiß, okay, wird ein bisschen schwierig. Bisschen ist übertrieben, weil das wird, ach, ich hänge dann halt irgendwo im Berg und weiß nicht, wie ich weiterkomme. Mhm. Das ist dann genauso ein Moment, wo ich eben diese Angst, da kommt mir natürlich Angst hoch. Mir geht ziemlich schnell die Kraft dann aus, habe die Technik nicht und jetzt was mache ich? Und das triggere ich dann. Und dann versuche ich in dem Moment meine Angst unter Kontrolle zu behalten, weil ich weiß ja, im schlimmsten Fall lasse ich mich einfach fallen und ich sitze halt im Seil. Mhm. Nicht besonders angenehm, auf jeden Fall, ich würde nicht abstürzen. Was natürlich in dem Moment, in dem ich nicht weiterkomme, nicht existent ist. Weil da ist ja so, oh scheiße, da geht es 400, 500 Meter runter. Ich weiß nicht, wo die nächste Stufe ist. Weil es ist keine Stufe, weil jetzt geht es am Fels weiter. Keine Ahnung, wie mache ich es. Mhm. Und dann lerne ich quasi wieder diesen Moment, mich zu sammeln, atmen. Atmen ist immer das Allerbeste. Mhm. Und dann geht es wieder weiter. Kognitiv einschalten, die Angst nicht drüber kommen lassen und dann wieder einen Schritt weiter. Das stimmt, das mit dem Atmen ist eine sehr, sehr einfache Art und Weise, seine Aufmerksamkeit auf was Beruhigendes zu lenken. Immer, immer. Wenn Menschen emotional extrem, also wenn die Emotionen, die Energie sehr hoch ist, verändert sich die Atmung extrem. Entweder sie wird extrem schnell und kurz oder sie wird extrem flach und langsam. Beides ist nicht gut für den Organismus, führt ihn aus dem Gleichgewicht. Darum ist es wichtig, dass man das als erstes kontrolliert, damit die Maschine läuft. Das ist wie beim Auto. Wenn der Motor plötzlich stottern würde, kann man auch nicht mehr weiterfahren. Mhm. Schlimmste, was passiert, ne? Wenn man in der Kurve ist und es driftet, stell dir vor, du bist in der Kurve, es driftet und jetzt würde der Motor anfangen zu stottern. Nie wieder fängt man das ein. Ja, du hast auch eine sehr interessante Persönlichkeitskonstitution. Wir hatten das ja vorhin, hast du einen kleinen Persönlichkeitstest gemacht mit einer Kollegin. Klein ist gut, der hat voll lang gedauert. Haben wir andere Methoden. In dem Test, ich habe den jetzt nicht auswendig, ich habe ihn nur kurz durchgeskippt, bevor ich hierher gekommen bin, ist mir aufgefallen, also es ist sehr deckungsgleich, natürlich passt das zu der Art und Weise, wie du sprichst, zu der Art und Weise, wie du dich verhältst. Das heißt, ich denke, dass du ihn auch wahrheitsgemäß ausgefüllt hast. Habe ich. Und was mir aufgefallen ist, also in dem Test erstmal, du hast eine extreme Persönlichkeit. Ich finde die sehr spannend, weil laut dem Test, wie gesagt, man kann jetzt, ne, was... Alles was cool. Misst der Test? Welche Modelle stehen zur Verfügung? Die Persönlichkeit ist ein sehr viel komplexeres Konstrukt. Wir haben mit einem Big Five-Test das Ganze gemessen, aber ich finde, es gibt mal eine kleine Ahnung. In dem Test, da gibt es das Fünf-Faktor-Modell, wir haben das ja schon häufiger besprochen, da könnt ihr andere Videos gucken, wo wir das erklären. Was ganz spannend ist, ist einmal, bei dir ist, du bist ein ziemlich ehrgeiziger Mensch. Ja. Ehrgeiziger Mensch? Ja. Dann bist du ein selbstsicherer Mensch. Ja. Du bist auch enthusiastisch, das passt doch zu deiner ganzen Reiselust. Du bist ein offener Mensch. Ja. Instinkt für Schönheit, Natur, würde ich sagen, all diese Dinge, die kitzeln, auch wie du beschrieben hast, zum Beispiel den Sinusrhythmus, den Herzen, den du als Analogie genommen hast, von dem Oszillieren der Persönlichkeit zwischen diesem passiven und diesem aktivierenden Threshold. Das ist etwas, das dir diese Art des Beschreibens, die liegt dir. Ich denke, dass du auch gerne so denkst, also ein bisschen dieses Künstlerische in einem, solche Zusammenhänge bildhaft in seinem Kopf darzustellen. Mhm. Das finde ich ganz spannend. Das Coworking, das ich jetzt eröffnet habe, sieht auch so aus. Mhm. Sehr bunt und sehr strukturiert und ordentlich. Okay, ja, das ist interessant. Unterstreicht es. Das ist sehr interessant. Dann, auf der anderen Seite, bist du aber auch ein extrem... Es gibt auch eine Komponente, wo man den negativen Affekt misst. Mhm. Einmal ist das so die Volatilität dort, quasi, was die damit versuchen zu beschreiben, ist, wenn dir ein negatives Ereignis passiert, wie langanhaltend und intensiv spürst du negative Emotionen?
nach so einem Fall. Deswegen war ich vorhin sehr irritiert, als du über deinen Vater gesprochen hast, über das Gefängnis. Du hast irgendwie so eine Art und Weise darüber zu erzählen, dass, wie es wäre mit so einer Distanz und so einer Selbstverständlichkeit, als würde so ein Togo-Moderator irgendwie über einen Knast reden. Das ist für mich so ganz irritierend gewesen. Deswegen hatte ich Schwierigkeiten, dir zu folgen. Mhm. Ja? Erstmal, weil Teile der Geschichte irgendwie, du hast sie so erzählt, immer in so einem Energielevel, in so einem angenehmen, das für mich irgendwie gar nicht gepasst hat. Das fand ich super. Also ich denke gerade laut. Ne? Nimm das nicht irgendwie als so invasives Analysieren oder so. Ist gut. Ich denk da laut. Kann da auch schon eine Lösung dafür sagen. Wofür? Ich erzähle immer samstagabends meine Autobiografie. Jeden Samstagabend geht ein Schritt weiter. Aha. Und ich wette, da ist es genau umgekehrt. Ja? Ja, ganz sicher. Es hat was damit zu tun, wie lange ich in der Geschichte bin und wie ausführlich das ist. Mhm. Und je länger ich drin bleibe, desto schwieriger wird es, das Innere quasi zu kontrollieren, und dann irgendwann bricht es dann raus. Und das ist wahrscheinlich das, was du dann meinst. Ne? Ja, weil du erzählst dann teilweise sehr, ich will das so sagen, dass das nicht irgendwie jetzt unhöflich klingt, aber du erzählst das, weil das ist deine Geschichte, es steht dir vollkommen zu, wie du das erzählst. Verstehst du, was ich meine? Ich weiß schon, also, was du meinst. Ich möchte das gar nicht kritisieren. Ich weiß, was du meinst. Deswegen hatte ich ja Schwierigkeiten, am Ende dir so ein bisschen zu folgen, weil ich so das Gefühl hatte, okay, du erzählst das jetzt irgendwie sehr oberflächlich, dann erzählst du es irgendwie jetzt so, okay, jetzt eine Kamera, da ist auch eine unangenehme Situation, wie erzählt man, was erzählt man? Mhm. Ich habe dafür auch alles Verständnis, und dann habe ich irgendwie Schwierigkeiten zu folgen, weil ich mich frage, wieso erzählt er das jetzt irgendwie so? Deine Körpersprache sagt das eine, du erzählst das irgendwie oberflächlich, im nächsten Satz oszillierst du zu super detailliert, zu welchen Antrag du an Gerichtshof geschickt hast, und davor ist es dann aber irgendwie dieser eine Typ, und dann ist das der, und dann ist es der, und dann ist das passiert und das und das und das, und dann ist es irgendwie so, hey, das wird es auf einmal irgendwie wirr, und es macht für mich dann nicht mehr so viel Sinn. Weil die Details dazwischen fehlen. Genau. Die sieht man eben, deswegen auch meine Autobiografie, die ich erzähle, die ist jetzt beim achten Tag, also achtmal circa roundabout 2 Stunden. Mhm. Und ich bin immer noch nicht am Ende der Geschichte. Mhm. Und da siehst du, wie gehaltvoll die Geschichte da ist. Mhm. Und ich sage, ich sag's dir, also ich sag's auch jeden Samstag, ich bereite mich samstags nie vor, weil ich will mich nicht darauf vorbereiten, weil ich es gar nicht kann. Weil ich bin da am Samstagabend, der schlimmste Tag für mich in der Woche. Ich bin nach dem Erzählen von Monsieur 17507e, ich bin kaputt, ich bin K.O., ich bin fertig, ich will von der Welt nichts mehr wissen. Aber man sieht es dir nicht an. Und das, ja, ist, weil das ich es jetzt nicht so erzähle wie da. Weil wenn ich es jedes Mal so erzähle wie da, würde ich es nicht in der Frequenz, also ich erzähle meine Geschichte wahrscheinlich ein paar hundert Mal im Jahr. Mhm. Auf den ganzen Vorträgen, die ich bin, in den ganzen Seminaren. Und würde ich es jedes Mal so erzählen, das würde mich energetisch, das würde mich töten. Ja? Ja. Das würde mich energetisch zerreißen. Deswegen ist wirklich das Bild des Atomreaktors ein gutes Bild. Der Atomreaktor ist da und innen drin brodelt es und er kontrolliert es. Und würde ich das jedes Mal einfach unkontrolliert lassen, würde es mich irgendwann zerreißen. Ist es dann aber nicht das so, dass es auch diesen kritischen Tropfen dann geben wird, der das Fass zum Überlaufen bringt? Nein, weil ich ja die Person bin, die es steuert. Das ist von außen nicht steuerbar. Mhm. Kann dann nur ich im Inneren machen. Weil das ist auch ganz interessant, auch was die Ängstlichkeit angeht. Also Ängstlichkeit so ein bisschen wie als kleines Analogon, dass man sich das vorstellen kann, wie stark reagiert dein Nervensystem auf eine Einheit Ungewissheit? Das heißt, eine ungewisse Situation steht vor dir. Wie viel Erregung spürst du? Angst. Ne? Erregung kann ja Aufregung sein. Aufregung vor dem Rollercoaster oder auch Aufregung, negative, die Angst. Ja. Fun Fact, neurophysiologisch dasselbe Phänomen. Es ist eine Framing-Sache der Kognition, wie man es dann wahrnimmt. Das ist noch viel komplizierter als das, aber es ist so eine kleine, ganz interessante Sache. Und dort auch hier kann man sehr viel darüber streiten, gibt es dann auch sehr viele neue Forschungen, die sagt, gut, Angst ist letzten Endes wieder ein sehr kontextabhängiges Phänomen, und es gibt Leute, die das lässt sich nicht generalisieren, aber auch hier wirkst du sehr angstbefreit. Also ich bin nicht angstbefreit und ich bin auch in keiner Emotion befreit, sondern ich habe es einfach geschafft, die Emotionen so zu steuern, zu kontrollieren, dass sie auf einem gewissen Level sind. Mhm. Und gerade wenn Angst halt aufkommt, schaffe ich es, mit dieser gut umzugehen. Und Emotionen kann man ja auch lenken. Also ich kann ja meine Angst nehmen und sie in eine andere Emotion kanalisieren. Das geht ja. Also zum Beispiel die meisten Menschen beim Sport benutzen Aggression. Ich benutze Liebe und Freude beim Sport. Wenn ich Sport mache, wenn ich kämpfe, ich grinse immer. Ich lächle. Welches Gefühl hättest du, wenn jemand deine Kontrolle nimmt? Welche Kontrolle? Die Kontrolle, die du über dich selbst hast. Die kann mir ja niemand nehmen. Aber angenommen, jemand könnte sie dir nehmen. Könnte ja nicht. Hab ja alles durch. Außer Waterboarding. Das könnte man mal ausprobieren. Und was dann passiert, weiß ich nicht. Also nö, da gibt's nichts. Ich meine, meine innere Welt ist so gefestigt, dass ich weiß, da kann niemand mir irgendetwas nehmen, weil das bin ich.
Gibt's nicht. Also ich habe diese Angst nicht, dass man mir etwas nehmen kann, weil man, ich habe nichts, was man mir wegnehmen kann. Vielleicht ist das besser gesagt. Man kann nichts wegnehmen, weil ich habe nichts, was man mir wegnehmen kann. Das ist vielleicht besser gesagt. Die Leute, die in den Raum reingucken und wollen so, ah, da nehme ich jetzt das weg, die werden nichts als Leere finden. Und Leere ist ja nicht nichts, sondern das ist es halt. Also man kann mir nichts wegnehmen. Darum keine Angst. Heißt nicht, dass ich Konsequenzen gut finde. Ich zahle keine Steuern, Finanzamt ist böse zu mir. Das finde ich nicht gut. Genau, ne, das nicht. Es ist halt einfach diese Angst. Also ich habe nicht diese Angst zu sterben oder das ist, ich habe alles fertig, das ist alles ein Haken dran. Ich weiß, dass ich gehen werde. Morgen ist ein neuer Tag, wenn nicht, ist auch kein Tag. Also egal was, auch die Aggression, egal was passiert, ja mein Gott, ich werde in der Situation eine Lösung dafür finden. Getreu meinem Motto, es gibt immer mindestens eine Lösung. Und das ist ja mathematisch schön angehaucht, weil wenn es keine Lösung gibt, kann das ja auch die Lösung sein. Und das ist auch wieder okay. Oder es gibt unvorstellbar viele Lösungen. Ja, selbstverständlich, auch das ist möglich. Was ja wieder heißt, es gibt mindestens eine Lösung. Mhm. Ja. Ich würde sagen, damit haben wir sehr viel heute besprochen. Und ich muss auch dringend auf Toilette, ich wollte die ganze Zeit nicht gehen. Dito. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Freunde, wenn ihr ansonsten noch Fragen habt, Kommentare oder irgendwas loswerden möchtet, macht das jetzt. Schreibt unten in die Kommentare. Nächste Woche sehen wir uns dann mit Emma Louise. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und dass du hergekommen bist. Danke, dass ich da sein durfte, Tim. Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Und wir beide gehen jetzt mal auf Toilette. Ich glaube, wir müssen beide sehr dringend pissen. Ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao. Freunde, vielen Dank fürs Angucken vom Podcast. Ich war, glaube ich, noch nie so gespannt auf eine Comment-Section wie jetzt. Ihr habt vielleicht an meiner Mimik gesehen, dass ich das ein oder andere ein wenig merkwürdig fand und mir spanisch vorgekommen ist. Aber ich wollte es nicht vorwegnehmen. Da sollt ihr euch eure eigene Meinung darüber bilden und ich bin sehr gespannt drauf, was ihr in die Kommentare schreibt. Ich habe sehr lange darüber nachgedacht, ob ich diesen Podcast hochladen soll, weil mir ist Ehrlichkeit sehr wichtig. Und mir war das nicht ganz klar. Ich konnte das abschließend nicht sagen. Ich kann es auch abschließend nicht klären. Ich kann es weder beweisen, noch kann ich es widerlegen. Aber ich glaube, das macht das Ganze ganz spannend, weil wir können uns jetzt hier darüber unterhalten, wie unsere Einschätzungen dazu sind. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Nächstes Mal ist Emma Louise zu Gast und bis dann. Ciao.